Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization. Schön, dass ihr alle da seid. Heute werden wir uns richtig austoben im Vehicle Assembly Building und bis dahin nochmal gucken, was noch so an Missionen gerade offen ist, was wir gerade machen müssen. Und ich spiele heute das erste Mal, das neue Setup ist endlich fertig. Yeah, ich habe links und rechts noch einen Monitor daneben, auf dem ich hoffentlich alles sehen kann. Also es kann sein, dass ich mich heute erstmal dran gewöhnen muss, wie das eigentlich funktioniert. Und ich spiele heute das erste Mal Fullscreen auf 2560x1440 und scale es für euch runter auf 1080p, damit ich es irgendwie durch den Stream bekomme. Gebt mir also gerne Feedback. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Elemente vom UI ein bisschen kleiner aussehen. Was ich prinzipiell jetzt nicht so schlimm finde, solange man es noch erkennen kann. Da müsst ihr dann einfach mal von den verschiedenen Geräten so sagen, wie es funktioniert. Könnt ihr noch sehen, was da irgendwo steht? Muss ich das UI ein bisschen größer scalen? Solche Geschichten. Das ist heute einfach auch mal so ein bisschen zum Rausfinden. Genau, und ich hatte noch einen speziellen Zuschauerwunsch für einen amerikanischen Gast. I build rockets in the Internet. Ich sollte kurz erklären, was ich mache. Das habe ich hiermit getan. Guten Abend, Ram und Style. Und jetzt kommen wir mal genau zu dem, nämlich zum guten Abend sagen. Huch, warum scrolle ich denn? Ich könnte doch, warte mal. Warte mal, da gibt es bestimmt einen Scrollbalken, den ich einfach rausgetüdelt habe, weil ich noch nicht alles perfekt aligned habe. Gebt mir noch eine Sekunde, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Habe ich denn die Aufnahme angeschmissen? Ja, habe ich. So, zack. Ich komme, glaube ich, klar. Ach, wisst ihr, was ich noch gar nicht habe? Seht ihr, jetzt ist mir auch aufgefallen, aber das machen wir gleich. Erstmal sage ich Hallo. So, wow, man kann nur beschränkt weit hochscrollen. Das ist auch interessant insgesamt. Moin Mickey, moin Crazy, moin Damon, moin Torbak, moin der Herr Spanker, moin Bibach ÖBV, moin Thales, moin, jetzt bin ich raus, Thales hatte ich gerade, moin Jujongs, moin Mason oder Marzen, das musst du mir mal genauer sagen, wie ich das aussprechen soll, falls ich es schon mal gefragt habe, tut es mir fürchterlich leid, der Lümmel und Lord Grimmisch. Und wen haben wir noch? Habe ich alle erwischt? Nit ist noch da. Ungu ist noch da. Etienne hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Und ich glaube, Mr. No Name, Charabel Pablone, Eli Gamer, der Eborg, der Kleems. Und ich glaube, den Auto noch. Okay. Also, da gab es schon das erste Feedback. Man könnte das ein bisschen hochskalieren. Das machen wir gleich. Jetzt fällt mir nämlich erstmal auf, ich habe volles Matt vergessen, den Streamlabs aufzumachen. Damit ich sehe, wer hier was tut. Torbak, vielen lieben Dank für den Resub im dritten Monat. Vielen lieben Dank. So, das muss jetzt erstmal nicht. Ich brauche noch einen kurzen Moment zum Klarkommen, aber ich hab's gleich. So, wir können mal probieren, das UI einen Punkt hoch zu scalen. Das geht hier, glaube ich. Irgendwo ging das auf jeden Fall. UI Scale. Machen wir doch mal 120%. Accept. Resume. So, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Das machen wir wieder zu. Zack, zack. So. Ich hoffe, man kann es jetzt ein bisschen besser lesen. So, sehr schön. Dann lasst uns doch mal anfangen. Also ich will einmal gucken, wo wir stehen geblieben sind, was wir eventuell noch zu tun haben, was wohin wie unterwegs ist. Das werden wir uns jetzt gleich angucken. Und dann werden wir uns heute einer ganz speziellen Mission widmen. Ich bastle hier nicht meine Monitore noch im letzten Moment zurecht. Das wirkt nur so. So. Und zwar werden wir uns heute der Aufgabe widmen, ein bisschen zu standardisieren, mit der Idee auch eine gewisse Wiederverwendbarkeit reinzubringen, um Geld und Zeit zu sparen in Zukunft, weil wir haben ein finanziell sehr großes Ziel vor uns. Da müssen wir ein bisschen was für tun. Und damit das funktioniert, ja, wird heute ein bisschen rumengineert. Ich muss jetzt nur einmal kurz einen guten Überblick verschaffen, wann, wie, wo, was passiert. Das ist Sphere of Influence Change. Kerbin. Ach nee, das ist das Startfenster.
Oh, Jojongs hat seinen eigenen Kernel redeemed. Schick mir mal, was das werden soll. Ich muss den auf die Warteliste noch setzen. Ich hatte es ja erwähnt, ich bin gerade ein bisschen out of Astronauten-Slots. Du bist dann der Dritte auf der Warteliste. Wir werden das bestimmt bald erweitern. Willkommen im Weltraumprogramm. Dankeschön für den Redeem. Oder bitteschön für den Kernel. Das können wir so oder so spielen, Jojongs. Das können wir so oder so spielen. Wie du das machen willst, wie ich das machen will mit dem wiederverwendbaren Raketenfliegen, das weiß ich ja noch nicht genau. Dann wäre es ja nicht, es wäre nicht spannend, wenn ich schon eine Lösung hätte. Ich habe eine Idee, was ich machen möchte. Mit einem suborbitalen Booster, allerdings ein bisschen aggressiver als das SpaceX macht, um mir die Zeit zu kaufen, den Booster zurückzufliegen und dann noch die Second Stage zu haben. Aber da ich das noch nicht weiß, kann ich es auch noch nicht verraten. Ich muss das selber erst rausfinden. Wir werden heute ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, wir werden heute ein bisschen rumprobieren. So, lass uns kurz in die Tracking Station gucken. Also, ich meine, das Startfenster ist eigentlich soweit erledigt, meine ich. So, denn wir sind schon auf einer Escape Trajectory. Der brennt raus in Richtung Duna und hat einen Encounter in 300 irgendwas Jahren, also 240 Tagen. Sehr gut. Moon Minmus Science orbitet jeweils das, was er soll. Den hier, Ja, der ist natürlich so ein bisschen. Kann ich den deorbiten? Ich muss mal gucken. Das wäre so der erste Schritt auf der Initiative gegen den Weltraummüll. Mal gucken. Mal gucken, ob das funktioniert. Genau, also Idee ist heute natürlich irgendwo. Ah, der war, glaube ich, leer gefahren, ne? Ist der leer gefahren? Ja, der ist sowas von leer gefahren. Na gut. Oh, das hat sich aber ungünstig verschoben. Da müssen wir mal was gucken. Ich muss mal gucken, ob ich das Kerbal Engineer hat. Das ist ja ganz ungünstig. Control Bar. Kann ich die irgendwie verschieben? Da macht er nämlich relativ wenig Sinn. Zwei, Background aus. Ja, Background aus ist ja nicht das Problem. Ich will. Wow. Ich hätte es einfach nur nehmen müssen. Offensichtlich. Wie kann ich das hier? Warte, 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 warte. Edit Section hat eins. Okay, jetzt will ich aber die andere Section haben. Also das ist eigentlich ganz cool. So. Wie komme ich denn jetzt? Was Zermides sagt. Ersparnis des heutigen Streams. Ja, Zermides, das möchte ich, aber also Stage Recovery finde ich ein bisschen, das ist so, das ist mir zu einfach, ehrlich gesagt. Das ist so. Ach so, shitty, ich muss einfach in Edit reingehen. Ich Vollidiot. Ja, alles ist gut. Ich brauche noch ein bisschen zum Hochfahren. Gib mir noch einen kurzen Moment. Gedanklich war das schon sehr nah dran. Leider habe ich einfach stumpf versagt. So wird auch ein Schuh draus. Ah, ich verstehe, was ihr sagen wolltet. Jetzt verstehe ich es auch. Größer bekomme ich die leider nicht. Da müsst ihr halt sehr genau hingucken. Ich bin aber bereit, euch die Zahlen ab und zu vorzulesen. Ja. Manchmal brauche ich ein bisschen länger. Tatsächlich finde ich Stage Recovery ist nett. Aber es ist nicht das, was ich gerne erreichen möchte. Ich möchte schon dieses Booster-Landen-Ding. Was hast du verpasst? Noch nicht so viel. Wir gucken gerade nur, dass das ganze Interface soweit stimmt, dass ihr die Sachen lesen könnt. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir auf einem guten Weg. So, wir haben.
Den haben wir da drin. Den haben wir da drin. Dann kommt das Startfenster jetzt noch weg. Dann gehe ich jetzt noch mal zur Duna-Mission. Ich setze jetzt noch einen Manöver an für die Kurskorrektur, damit wir das dann machen können. Und dann stürzen wir uns auch schon ins Engineering rein. Weil ich würde gerne noch eine Kurskorrektur auf dem Flug nach Duna machen, wenn wir ein bisschen raus sind, weil wir kommen jetzt noch sehr, sehr weit an Duna vorbei entlang. Und das würde ich gerne noch ein bisschen korrigieren, damit das nachher nicht sonst wo landet. So, hier ist noch, den muss ich auch gleich noch wegräumen, sehe ich gerade. Die Faulen, für dich perfekt. Ja, alles gut. Ich verurteile das auch nicht. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage ja nicht, dass ich prinzipiell dagegen wäre. Meine Fresse, sieht das in der Auflösung gut aus. Kommt das runterskaliert auch so detailliert rüber? Also ich kann euch nur sagen, wenn ihr den Monitor habt, spielt KSP auf 2500 Pixeln. What the holy shit, das sieht so viel besser aus. Ich bin völlig geflasht gerade, wie gut es aussieht. Meine Güte. Wow. Warum habe ich das nicht schon viel eher gemacht? Ich hätte schon viel eher einen viel größeren Monitor haben sollen. Wow, richtig gut. Richtig, richtig gut. Und es scheint sich auch auf die Skalierung runterzuziehen. Das freut mich sehr. Ja, nice. Nice, nice. Schön, dass ihr das auch so seht. warte mal. Escape Trajectory out of Kerbin da lang. Sehr gut. Wer braucht noch KSP-2? So, genau, so sieht's aus. Wer braucht schon KSP-2, wenn der KSP-1 in dieser Monsterauflösung haben kann? Hervorragend. 8K schon im Warenkorb. Ja, das Problem, also warum ich auf so einen Zwischenwert gegangen ist, ist, ich bin noch nicht mal auf 4K hochgegangen. Komplett. Das ist ja jetzt nur. Was ist das? WQHD ist das, glaube ich. Full HD wäre ja, glaube ich, noch ein bisschen. Full HD, sag ich schon. 4K wäre ja noch ein bisschen mehr gewesen. Nee, das jetzt. Wie heißt das? QHD, oder? Nee, ist das schon 4K? Nein. Auf jeden Fall gab es noch eins größer, hätte ich machen können. Dann, genau, der Zwischenschritt quasi. Aber ab 4K habe ich das Problem, dass meine Grafikkarte nicht mehr mitkommt. Das heißt, ich müsste ziemlich viel an meinem Setup umbauen. Ich bräuchte eine andere Grafikkarte. Ich habe gerade erst eine gekauft. Ich bräuchte ein anderes Netzteil. Ich habe gerade erst eins gekauft, also relativ exakt vor einem Jahr. Achtet mehr auf den Chat. Ja, es ist plötzlich sehr viel Platz. Also ich habe ja nicht nur einen neuen Monitor. Also das muss man ja mal dazu sagen. Ich habe ja im Gedanken an die Community komplett umgebaut. Also ich habe ja vorher auf einem Monitor mit einem Sidescreen das Ganze gemacht. Und der Sidescreen war auch mal so, ihr habt das bestimmt immer gesehen, ich habe im Stream also rüber geguckt, der hing so an so einem Arm hier seitlich. Ich habe jetzt halt einen Monitor in der Mitte und habe links und rechts so das klassische Dreier-Setup halt. Und ich kann jetzt zum Beispiel so auf den Chat gucken, was es sehr viel angenehmer macht. Und der Chat ist aber auch sehr groß. Also ich kann auch erkennen, was da steht. Er ist halt nicht so futzelig daneben. Also es ist, glaube ich, für alle was mit dabei. Für mich sieht es gut aus. Für euch sieht es in dem Sinne gut aus, dass ich vielleicht ein bisschen öfter den Chat lese. Und ab und zu, Starkwood, streame ich auch mal Raketenstarts live. Ja, besonders gerne SpaceX-Starts. Ich habe auch schon einen Ariane, nicht Ariane, das war eine Vega, glaube ich. Also einen ESA-Start gemacht. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich bin halt auch berufstätig und ganz oft sind die halt unter der Woche nachts um 2. Das streame ich sie halt nicht. Ja. Ich sollte den Chat nach oben machen. Ist wahrscheinlich eine gute Idee, ne? Dann gucke ich nicht so runter. OBS nach unten macht viel mehr Sinn. Es ist tatsächlich gar keine schlechte Idee, weil dann bleibe ich mit dem Kopf oben, wenn ich lese. Ich glaube, das war eine Doppelkinn-Bemerkung, aber nach dem Stream gestern kann mich nichts mehr entwürdigen auf der Fettebene. Ich habe mit meiner Frau heute Endgame geguckt. Meine Frau hat mich heute auch Fetter Tor genannt. Mit H. Witzig, witzig, aber mit H. Das wollte ich nochmal sagen. So. Er schaut auf uns runter. Abgehoben. Neueste, nicht immer so weit runterstarren, ja. Genau, so kann ich jetzt das Neueste lesen. Das ist eigentlich ganz angenehm. So, Add Manöver. Lass uns mal schauen. Also, was ich machen will, ist noch das Manöver schon mal einplanen.
soll das kündigen, jeder soll das tun, was er richtig gut kann. Hallo, hast du gerade gesagt, ich bin schlecht in meinem Job? Ich glaube, Brady hat gerade gesagt, ich bin schlecht in meinem Job. Brady, das ist nicht nett. Wow! Entschuldigung, ich bin nicht gestorben. Ich habe einen kurzen mentalen Aussetzer gekriegt, als ich Duna gesehen habe. Wow. Das sieht so gut aus. Zum Radio gehen. Ich habe nichts geändert am Mod-Setup, ne? Ich habe auch nicht heimlich geupdatet oder so. Ich habe einfach nur eine größere Auflösung eingestellt. Ey Leute, ihr braucht. Ich mache noch schnell einen Sponsoring-Vertrag mit irgendeinem Hardware-Hersteller. Holy shit. Holy shit. Ich habe den Gassenkörbel. Ich bin bereit, den Gassenkörbel zur Verfügung zu stellen. Das passiert gerade ungefähr mit mir. Oh mein Gott. Es ist wunderschön. It's full of stars. Also auch, aber darauf wollte ich nicht hinaus. So, was ich machen wollte, ich versuche mich mal kurz wieder auf den Stream zu konzentrieren, also auf den Inhalt des Spiels, was ich hier spiele. Ich habe da so meine Probleme ab und zu, ich gebe es zu. Ich bin ein einfacher Mann. Manchmal bin ich ein sehr einfacher Mann, was sowas angeht. Major, wie geht's dir? Wie hast du dich eigentlich so erholt? Du warst ja relativ früh dann wieder am Stream. Hast du dich gut von unserem Marathon-Stream, also für dich ein halber Stream, für mich ein doppelter? Also für mich war es ein Marathon-Stream, für dich nennen wir es Frühstücken. Hast du dich gut erholt? Du warst sehr müde. Das ist okay, aber warst du heute Morgen wieder fit? Du hattest mir noch geschrieben, dass du dann sehr pünktlich ins Bett gegangen bist. Wir waren ja noch schön zusammen essen, ganz romantisch. Ah, mit Klamotten auf dem Bett eingepennt. Abgefahren. Abgefahren. So, ich würde sagen, wir bremsen uns mal hier. Nicht zu nah. Huch. Nicht zu nah, sagte er und ging auf 8000 Meter runter. Ich glaube, ich würde gerne noch ein bisschen höher gehen wegen den Satellites. Fürs Einbremsen. Lasst uns gerne mal so auf 500 Kilometer beginnen. Landest du auch mit der Sonde? Also diese Sonde soll sogar viermal auf Duna landen, aber es wird halt noch eine Weile dauern, wie man sehen kann, bis wir da sind. Aber dann ist das Ziel natürlich zu landen, sonst erfüllen wir unser Duna-Programm nicht. Also auf jeden Fall. Also, wenn es nach mir geht, landen wir auf jeden Fall. Ob das dann alles so technisch funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, ist halt nochmal eine andere Frage. Aber ja. So, Add Alarm, dann haben wir den drin. Guck mal, weil ich erkläre es mal kurz. Also die Duna-Mission ist ein Orbiter, der bleibt oben. Und dann sind das vier Landesonden. An drei Orten muss ich landen. Ich habe also eine gewisse Redundanz mit drin. Oder Icke. Das können wir dann gucken, was es ist. Hat es dann mit Modern Warfare und deiner Maus noch geklappt? Ich musste dann leider putzen gehen. Was nicht so gut war wie Modern Warfare. Aber du hattest da ziemlich mit der Maus zu kämpfen, als ich reingeguckt hatte heute Morgen und den Host angeschmissen habe. Genau, und die Sonden sind alle auf Landung ausgelegt und Start zurück in den Orbit. Jede dieser Sonden soll dann quasi ihren Kram abgeben. Und in diesem zentralen Ding hier drin ist der Science-Container, der die Experimente dann einsammelt. Und das Ganze hat hier ein Heat Shield. Irgendwo, da unten drunter, glaube ich. Da ist er. Heat Shield, Fallschirme, das soll es tatsächlich nach Kerbin zurückbringen, potenziell. Mal gucken, mal gucken. Also, es ist tatsächlich eine Return-Mission. Synergy anders einstellen, aber dann aber super. Okay. Und hat Spaß gemacht. Also, das Spiel an sich. Das Spiel an sich. Und um die Frage gleich zu beantworten, heute gibt es Mio Mio Mate. Bin heute ganz brav alkoholfrei unterwegs. Heute gibt es dann später Wasser, wenn die Mate alle ist. 140 FPS ist natürlich der Hammer. Ich habe, glaube ich, hier 30 oder so, aber es sieht einfach gut aus. So, gehen wir zum Engineering über. Also, was wollen wir heute lösen? Wir wollen lösen, eine relativ generische Rakete zu bauen. Ich habe mich entschieden, langfristig für unser Colonization-Raumprogramm. Wir hatten früher auch schon mal diskutiert über das Thema. Jetzt ein bisschen Standardisierung zu betreiben. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass wir mit Subassemblies oder sowas arbeiten, sondern auch mit der Idee, also zum einen das Bauen ein bisschen zu reduzieren, dass wir uns halt darauf konzentrieren können, gute Raumschiffe zu bauen und halt Standardstufen haben, mit denen wir das in den Kerbin Orbit bringen.
So, also wir werden eine First Stage und eine Upper Stage standardisieren, die zusammen eine Rakete ergeben. So, um davon wegzukommen, alles immer wieder neu zu bauen. Wenn ich das schon tue, dann natürlich auch gleich, wir sind ja hier moderne Raumfahrt, mit dem Aspekt zu sagen, okay, wir bauen jetzt eine erste Variante einer Reusable-Rakete, also sprich eines First-Stage-Boosters, den wir wieder landen können. Und ich würde mir schon auch zum Ziel setzen, weil wir haben heute einen ganzen Stream, wenn nicht, machen wir nächste Woche noch einen Stream in die Richtung, mit der Second Stage ähnlich zu verfahren. Also auch uns was auszudenken, wie wir die wieder zurückbekommen. Dafür werde ich mir jetzt gleich einmal unsere bisher schwersten Raketen raussuchen. Die bestimmen so ein bisschen, mit welcher Nutzlast wir anfangen werden zu kalkulieren. Also wir machen das auch so, dass wir sagen, wir bauen eine Dummy-Nutzlast mit einem gewissen Gewicht, die unsere normalen Raketen heute darstellen. Und darauf basierend bauen wir quasi die, ich sag mal, erste Version unserer Rakete. Und wir werden später diese Rakete versuchen dann weiterzuentwickeln für mehr Nutzlasten, andere Anforderungen, neue Motoren, sodass wir eher, ich sag mal, eine sich entwickelnde Raketenarchitektur haben, mit der wir weiterarbeiten können. Und im Regelfall sagen, wir bauen aus einer bestimmten Upper Stage, also mit der Zeit werden wir wahrscheinlich mehrere Upper Stages und First Stages haben, bauen wir nach und nach dann unsere Flotte zusammen. Hallo, hallo, lieber Wöller. Genau, man muss nur wissen, wie. Ich glaube, der Wöller hat so eine Falcon 9-Rakete auch schon mal nachgebaut. Ich habe das auch schon mal getan. Ich bin da eigentlich nicht so der große Verfechter für, aber in dem Falle hilft es uns, weil einer der größten Punkte, die ich gerade habe, ist, kohletechnisch vorwärts zu kommen, weil ich spiele ja wirklich im Hard Mode. Ich brauche die Kohle halt. Ich brauche teilweise sehr große Raketen, um sehr komplexe Missionen zu machen und kriege das Geld nicht komplett aufgefangen. Wenn ich es aber schaffe, die Raketenstufen zurückzuholen, möglichst nah am KSC dann auch noch, dann fange ich sehr viel der Kosten auf und mache vielleicht mit manchen Starts sogar Plus durch Massive Scale Launches. Und das ist ja eigentlich die Idee dahinter. Genau. So. So. 27 Geschenke. Ich verteile mal Geschenke, wenn ihr Bock habt. Geschenke verteilen. Was passiert jetzt? Passiert jetzt schon was? Ist schon was passiert? Ich habe auf Geschenke verteilen geklickt. Ah ja, die Geschenkkiste wurde geöffnet. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber bestimmt passiert irgendwas Spannendes für euch. Richtig was passiert. Holy shit. Ja, viel Spaß mit dem Zeug. Ich spiele kein Dauntless, aber scheint gerade ziemlich beliebt, also giftmäßig ziemlich beliebt zu sein. So, lasst uns also anfangen. Mein erster Blick gilt erstmal in die Research and Development Facility, ob es hier noch Sachen gibt, von denen ich sage, ah, die wären eigentlich gar nicht schlecht. Und da sehe ich sie auch schon. Danach habe ich nämlich gesucht. Ich wollte wissen, ob ich die schon habe. Ich habe sie natürlich noch nicht. Die Airbrakes würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Die nehmen wir mal mit. Zack. Und die werde ich, denke ich, brauchen für die Nummer, die ich hier versuche. Ich befürchte, ich brauche eigentlich auch noch bessere Antriebe. Ich habe halt noch nicht so richtig geiles Zeug, aber da komme ich im Moment noch einfach nicht hin. Also ich glaube tatsächlich, das ist hier immer noch nicht, ne? Es gibt auf der Tausender-Ebene, gibt es, glaube ich, das richtig tolle Triebwerk, aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Aber deshalb ist es auch die MK1-Architektur. Was auch immer da gerade verschenkt wurde, das sind irgendwelche Bundles für ein Spiel namens Dauntless, falls das jemand spielt. Viel Spaß damit. Und wir kriegen als Prime-Member, also die von uns, die Prime-Member sind, kriegen immer so jeden Monat Geschenke. Und die kann man jetzt mittlerweile weiter verschenken, quasi, wenn man möchte. Also, ich kann so eine Geschenkkiste aktivieren. Und Prime-Member können da Sachen reinlegen. Explosch, schau mal in den Chat, ich hab dir was geschrieben. So, lasst uns beginnen. Wir gucken jetzt als erstes mal, ich würde als Referenzarchitektur, für wie viel Gewicht müssen wir denn eigentlich irgendwo hinbewegen, würde ich mal dieses Touristen zum Moon und Minmus Shuttle Ding benutzen. Ich finde, das ist eine relativ wie hießen die? Hatten
Hieß die Tourist Mission? Ich glaube, so einfach waren wir da nicht, oder? Waren wir so einfach unterwegs, dass es die Tourist Mission war? Ich bin ein einfacher Mann. Ach, tatsächlich, tatsächlich, ja. Okay, das wäre jetzt meine, sagen wir mal, meine Referenzarchitektur. Das ist ein Raumschiff. Das hat die Eigenschaften, dass ich damit mit 7 Kerbals 59 Tage Supplies habe. Damit habe ich genug Batteriestrom, um arbeiten zu können. Wir haben relativ viel Strom, wir haben relativ viel Schub. Also wenn man hier guckt, haben wir auch irgendwie, warte mal, Delta V umgestellt auf Vakuum, 2300 Delta V. Da kann man richtig irgendwo hinfliegen. Und das wäre eigentlich meine Referenzarchitektur, für die ich jetzt. Man könnte tatsächlich auch überlegen, ob man das Ding als eine Bar. Ach ne, das ist jetzt die Variante Touristik Mission. Okay, und dann gäbe es wahrscheinlich davon noch eine Variante Science Mission, ne? Das ist aber auch nicht komplett uninteressant. Das ist nicht komplett uninteressant, davon Subassembly zu machen. Und zwar von dem. Von der Base unten, oder? Nicht ganz sicher. Ab hier auf jeden Fall. Ja. Zack. Das ist ein Nukula. Ah, wir machen das mal ein bisschen schlauer vom Namen. So, Namensschimmer. Lander. Nukula. So, damit haben wir das schon mal. Das ist zumindest, weil das ist eigentlich ganz cool von Funktionalität hier. Hast du heute das schöne Wetter genossen? Es ging so. Ich war ein bisschen draußen tatsächlich im Garten. Ein bisschen draußen rumgehangen, aber ansonsten, ich bin halt eher ein Drinnenmensch. Ich habe vielleicht ein bisschen Diablo gespielt. Vielleicht habe ich von innen das gute Wetter genossen. So, was? Jetzt kommt aber die große Frage: Was wiegt der Kram? Und da haben wir hier die Antwort schon. Für alle, die es nicht lesen können, weil es sehr klein ist und weil es hinter dem Dings ist. Ah, ärgerlich. Ich mache es hier mal auf. 23,45 Tonnen. So, das wäre jetzt ein Beispiel. Also die Tourist Mission hat 23,45 Tonnen. Ich verändere die jetzt auch gar nicht weiter. Der Asteroidenscanner ist auch noch ein gutes Beispiel. Hat bei weitem nicht so viel, oder? 6 Tonnen, okay. Ich gehe jetzt mal so unsere letzten Beispiele durch. Don't save. Duna. Duna-Mission ist auch relativ komplex, ist aber auch eine unbekörbelte Mission. Könnte ich mir vorstellen, ist nicht so wild. Die ist aber auch nicht ganz klein. 39 Tonnen, okay, die ist nicht ohne. 39 Tonnen, also sind wir bei rund 40 Tonnen im Moment. Das ist aber schon ein richtiger Brocken, also da gehen wir schon interplanetar mit. Okay. Also Duna-Mission. Jetzt müssen wir nochmal gucken, hatten wir nicht noch irgendeine Forschungsmission? Minmus Science Mission, oder? Locked or Invalid Parts, was habe ich denn da gemacht? Ach, da konnte ich den Motor nicht benutzen. Ja, weil den habe ich noch nicht erforscht. Ärgerlich. Okay. Die Minmus Science Mission, unter der Annahme, wir würden dieses tolle Triebwerk benutzen dürfen, ist bei 44 Tonnen. Machen wir 50 Tonnen. Wie selektiv hinter überlesen kann. Ja, ich gucke tatsächlich dann immer nur rein, pick mir was raus. Das ist tatsächlich so. Und das ist völlig zufällig. Was hast du denn geschrieben? Ah, die anderen schrieben. Schon mal ein Flight Maneuver for Reusable Stages. Tatsächlich eine ganz bewusste Entscheidung, mir jetzt keinen Mod extra dafür zu installieren. Ich will es mit diesem Modpack machen, weil ich denke, dass ein paar von euch dieses Modpack auch spielen. Und ich möchte explizit keinen Mod haben, was es unterstützt, sondern ich möchte eigentlich mit der Stock-Funktionalität diese Stage Recovery hinbekommen. Die technische Möglichkeit, was das macht, das kenne ich, ja. Dass du quasi, du splittest, fliegst die Stage zurück, dann gehst du quasi auf den alten Safe zurück, wo der Fork stattgefunden hat, und fliegst dann den Rest der Rakete. Ich denke, 50 Tonnen ist ein fairer Deal. Okay, lass uns einen 50-Tonnen-Simulator bauen. Der ist ja relativ einfach zu haben. Ein 50-Tonnen-Simulator besteht nämlich aus einem Probe Core, damit wir Daten auslesen können, und einem nach Möglichkeit einem Tank, der 50 Tonnen wiegt. Das wäre dann der ganz einfache Weg. 4 Tonnen, aber gefühlt ist das auch mehr als 4 Tonnen. 36,4 Tonnen, okay.
Mein Master-Simulator. Da sind wir schon drüber. Neunundvierzig,540. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, zu viel. Was mit zwei? Also das ist jetzt nur die Dummy-Payload, okay? Das ist nichts Sinnvolles. Also falls hier irgendwie die Erwartungshaltung entsteht, dass das irgendwie Sinn machen soll. Okay, also wir gehen auf ungefähr. Damit es garantiert 90% nicht nachspielen können. Du, nee, andersrum. Ich glaube eher, dass diejenigen, die Interesse daran haben, sich damit zu beschäftigen, die haben dann einen guten Anhaltspunkt. Und diejenigen, die sagen, was vorhin auch kam, ich mache es mir einfach, ich will lieber Stage Recovery installieren oder ich will das installieren. Das ist doch völlig okay. Es gibt keine richtige Art oder keine falsche Art, das Spiel zu spielen. Jeder spielt das so, wie er es möchte. Und wenn jemand sagt, mir ist das aber so zu anstrengend, ja, cool, dann installiere eins dieser Mods. Die haben wir jetzt auch oft genug namentlich erwähnt, dass man das machen kann. Und dann go for it. Go for it und spiel. So, 50 Tonnen. Wir sind 15 Kilogramm drüber. Das ist, glaube ich, völlig okay. Ach so, und die Kappler brauchen wir noch. Einen Decoupler, so. Zack. Damit sind wir eh schon wieder drüber, aber den Decoupler wird es immer geben. So, und das ist jetzt unser. Eine Lower Stage, um Stock zu recovern, ohne die Upper zu verlieren. Aber ich glaube nicht, das ist ja genau der Punkt, was ich bauen möchte, was zu bauen, womit das eben nicht den Stress ausartet. Das wird jetzt die. Wir konzentrieren uns erstmal auf die First Stage mit dem Recovery. Das oben halten wir erstmal relativ billig. Da würde ich einfach nur mal gucken, was rechnen wir für eine Upper Stage ein? Nochmal 20 Tonnen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Launcher. MK1 Alpha. Ihr könnt euch im Chat währenddessen mal die Köpfe gegenseitig einschlagen und euch auf ein Namenskonzept einigen. Also sowas wie bei SpaceX ist es die Falcon-Familie. Bei was weiß ich. Ne? Die Ariane, die Vega. Raketen haben üblicherweise bessere Namen als Launcher MK1 Alpha. Ich bin gerne offen dafür, mir für diesen Modelltyp Namensvorschläge von euch anzuhören. So, was natürlich immer noch passiert bei solchen Dingern ist, die haben immer noch ein Fairing draußen drum. So. Ist ja auch völlig egal jetzt. Das ist ja alles nur. Es soll ja schon aerodynamisch sein, das Teil. Ne? Das ist es halt im Moment noch nicht. Zack. So. So. Und Newton finde ich schon mal schön. Also Wissenschaftler, die Grundlagen gelegt haben für sowas, sind prinzipiell schon mal auch eine schöne Idee, meiner Meinung nach. So, was machen wir jetzt damit? Man könnte ja zum Beispiel sagen, wir machen eine Upper Stage mit einem Cryo-Engine oder sowas. Sowas habe ich, glaube ich, noch nicht großartig. Doch, einen habe ich schon. Der wäre halt sehr, sehr. Also der wäre jetzt ein sehr schlechtes Beispiel vor allen Dingen auch. Aber der ist auch schon sehr groß, oder? Ne, der ist noch nicht sehr groß. Wie viel Delta-V hätte der Spaß dann jetzt? Ein Tausi. Eigentlich gar nicht schlecht. Frage ist, was? Ich will eigentlich nur gucken, wie groß es ist. Würde ich dafür 13.000 ausgeben? Ba, 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 ba. Maneuvering. Ich hätte halt schon Bock, ein sehr effizientes Triebwerk zu nehmen und ich glaube, da komme ich um die Kryo-Triebwerke nicht drum rum.
Dafür macht es mir natürlich aber auch. Also für die Upper Stage, ne? Dafür macht es mir aber natürlich auch die. Hey, Jan. Schau mal nach. Wo stehen wir denn Trust-Weight-Ratio technisch, wenn wir das so machen würden? 0,08 ist halt auch völlig inakzeptabel. Okay, ich muss mal das größere Triebwerks kaufen. So. 2 Subtypes. Was sind denn die Subtypes? Kompakt. Ah, okay, es gibt einfach eine. Wieder, das wäre völlig okay. So, 925 Meter pro Sekunde bei einer 0,33er Thrust Weight. Ich glaube, das wäre für die Idee einer Upper Stage, wie ich sie mir vorstelle, gar nicht so übel. Okay. Heißt aber auch, wir haben quasi jetzt hier. Das entwickeln wir später zu Ende. Also die Upper Stage kümmern wir uns später drum. Das ist jetzt nur erstmal so als eine Idee. Was kostet das Ding? Ist das teuer, wenn ich es jetzt verliere? 4600. Ne, das ist okay. Das ist okay. So. So. Space Berlin, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. Sehr schön. Wir können jetzt noch nicht auf was Größeres hochgehen. Das ist auch insgesamt nicht so schlimm. Die Frage ist halt, was machen wir draus? So, die Rakete wird wahrscheinlich unvermeidlich ein bisschen größer werden. Auch das ist erstmal noch okay. Wir brauchen jetzt halt ein paar Delta V aus der Nummer raus. Und wir brauchen einen guten Launcher-Motor auch dafür. Und ich würde prinzipiell mit einer Plate arbeiten, glaube ich. So, die Frage ist. Reicht uns das oder reicht uns das nicht? Ich glaube, die großen Motoren kann ich halt leider nicht in eine Spaßvariante stecken, oder? In eine kompakte. Habt ihr eine Kompaktvariante? Doch. Es gibt eine Kompaktvariante, aber sie ist nicht so kompakt, wie ich es mir wünschen würde. Okay. Leute und Lukas, vielen lieben Dank für den Sub und ganz viel Spaß mit deinen Kirby-Emojis. Was haben wir denn? 6 Tonnen. Der Skipper ist halt auch genauso groß. Der wird kompakt auch nicht so viel besser werden. Ja, einer würde reichen. Machen wir doch einfach kurz mal erstmal nur ein Single. Dankeschön. Wie siehst du in kompakt aus? Wahrscheinlich nicht so viel. Ah, du bist in Kontakt, in kompakt wiederum sehr, sehr verträglich, ne? Warum bist du denn nicht so Mainsail? Das Mastodon. Ich glaube nicht, dass das Mastodon schon habe. Ich glaube nicht. Ne. Soweit bin ich noch nicht technologisch. Wir müssen noch mit Crap-Zeugs arbeiten. Also, gewichtsmäßig. Skiff hat 240. Swivel. Da fehlt irgendwo was. Mainsail hat 1300 ein bisschen. Also Skipper hat mit knapp 600 Kilonewton ist das eigentlich ganz okay. Die Frage ist, was machen wir dazu? Also das hätte jetzt Level 0,4. So. Looks. What's happening, wenn wir so tun? Zünden wir die mal alle zusammen.
stehen wir bei 1,2. Das sieht gar nicht schlecht aus. Also schubmäßig würde das hinhauen. Sieht halt irgendwie ein bisschen dumm aus. Ich würde den anderen dann, glaube ich, ein bisschen bewegen, damit wir auf eine Höhe kommen. Das sieht auch nicht so gut aus. Muss wahrscheinlich sogar so sein, wie es ist. Damit die Engine Bells nicht zusammenstoßen. So. Wir hätten potenziell damit relativ genug Schub, aber ist dein Problem? Wer bist du? Du bist das. Ah, das Mainsail wird mir echt besser gefallen in der Rolle, ne? So, das Problem ist, wir kommen damit nicht. Wenn ich das zusammenrechne, sind wir bei 2600. Damit kommen wir noch nicht in den Orbit, geschweige denn zurück. Damit kommen wir noch nicht in den Orbit, geschweige denn zurück. Aber was wäre, wenn? Das rausnehmen erstmal. Erstmal ganz billig anfangen. Noch ein bisschen billiger, weil die Fairing Base können wir sogar wieder mit nach Hause nehmen. So, dann hätten wir 1957. Okay, für den ersten Hop ja erstmal gar nicht so schlimm. Ist, wie weit können wir es noch stretchen, bevor uns der Saft ausgeht? Und ist das momentan unser leistungsfähigstes, was wir triebwerksmäßig machen können? So, das Reliant hat 205, der hat 200. 47 wiegt genauso viel. Eigentlich spricht alles für den Kodiak, ne? Außer dass ich ihn da wahrscheinlich nicht hinbekomme. Den Kodiak können wir noch ein bisschen mehr rausholen. Aber ich glaube, der Kodiak hat halt keine Kompaktbase. Warum sollte man Shrouds haben dafür? Holy shit, was passiert hier? Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht auf jeden Fall ganz fürchterlich aus. Hätte aber gut Trust, ne? Was wird gerade gebaut, Mekis? Wir bauen den Prototypen für eine standardisierte, wieder anlandbare Rakete. Also unser wiederholbarer, Launcher, bei dem ich aber sehe, dass es ein paar Probleme gibt. Was wäre denn, wenn? So, du wärst jetzt natürlich erstmal die kompromisslose Variante. Zack. Ist nämlich auch eigentlich gar nicht so schlecht.
285 jetzt C-Level, 275 jetzt C-Level. Ist der Reliant? 265. Okay, das heißt, die sind sogar. Die FATs liegen so ein bisschen dazwischen. Der Mainsail 285. Ist also auch wirklich dafür gedacht. Ich glaube tatsächlich. Immer noch die Bobcats. Die Bobcat. Jetzt C-Level. Aber hatten die eine kleine Base? Ich habe die Bobcats immer nur mit der großen Base in Erinnerung. Also danke für den Tipp. Haben die Bobcats eine kleine Base, auf die man gehen kann? Ja, geklippt, geklippt, geklippt. Geklippt ist immer eine schwierige Nummer, ich versuche das eigentlich zu vermeiden. So, damit haben wir natürlich bei weitem nicht genug. Und das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass die ein bisschen zu wenig sind. Ich nehme mal eine kleine Variante des Bobcats. Mal gucken, ob das funktionieren würde. Ich glaube aber nicht. Ich kriege die halt nicht drauf mit so einer großen Base-Grundlage. So. Also mal gucken, bei 1952 bei 0,65 kostet halt nichts, aber es ist viel zu viel Triebwerk. Ich würde tatsächlich, glaube ich, so gehen, weil es ein guter Kompromiss ist. Aber du willst einen 8er Bobcat? Ah, das ist ja. Wie willst du die reinklippen in der normalen? Also reingeklippt im Sinne von. Die kriegst du ja nicht platziert. Ich zeig dir das mal, was ich meine. Also die überlappen ja auf jeden Fall normale Bobcats. So. Die hätten jetzt natürlich genug Schub. Ich glaube nämlich sogar, dass eigentlich 6 Stück von denen reichen. Zack. Wie heißt das Teil, mit dem ich so viele Triebwerke machen kann? Die heißen Engine Plates. Ich bin mir gar nicht sicher. Die kommen, glaube ich, aus dem Making History. Ich bin mir nicht sicher, ob die aus dem Making History kommen. Ich glaube ja. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. So. Das ist halt mein Problem, dass das hier irgendwie echt mies aussieht. Damit kommen wir zwar auf die Zahlen, die ich eigentlich haben will, aber es ist halt einfach ein Clipping-Desaster, ne? Es ist ein fürchterliches Clipping-Desaster. Also wenn ich jetzt sage, wir machen die mit einer Truss-Mount und die schiebt die alle irgendwie hier so erstmal überhaupt auf eine lebensfähige Größe zusammen, dass die auf dem Ding sind, das sieht halt nicht aus. Das sieht aus, dass es wie eines wirkt. Ja, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Also, wir haben da einfach einen unterschiedlichen Ansatz, Wöller, wie wir an so Sachen rangehen und wie wir das machen wollen. Und ich will es halt nicht zusammenklippen. Ich will es halt mit den Triebwerken lösen, wie sie mir gegeben worden sind. Genau. So. Also, ein so ein Ding sind wir bei 1,08. Das sieht prinzipiell schon mal ganz gut aus. Und jetzt haben wir halt hier noch. Ihr habt euch geeinigt. So. Jetzt kommt erstmal die Frage, how far can we go, ohne es kaputt zu machen. So far can we go. So, wir haben eine Rakete mit außen liegenden Antrieben und 1,66 Thrust Weight. So. Da ist irgendwas kaputt gegangen. 1,47. Okay.
1,47 ist immer noch ziemlich gut. Ich würde mal... Ups, irgendwas ist fürchterlich schief gegangen. So. Ich würde mal... noch ein bisschen größer gehen, tatsächlich sogar. Erstmal um... Hoppla. Ein bisschen größer und dann explodiert es. ...1,32 Erziehlevel. Das ist doch schon mal gar nicht so übel. Und dafür 2200 und ein bisschen Delta V. So, jetzt müssen wir noch ein paar Sachen machen. Und dann würde ich mal einen ersten Testflug tatsächlich sogar schon anstreben. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Aufbewahrungsbehälter, mit dem wir arbeiten können. Denn... Denn. Wir müssen das Ding ja irgendwie fliegen können. So. Dafür. Oder nehmen wir es da? Warte mal. Ich glaube, ich würde das ein bisschen anders machen. Zack. Ich mache das so. Passt auf. Nicht mal, dass ich so viel brauchen werde. Aber. So. Reroute auf. Von dem hier. Auf das hier. Thank you. So, dann kann ich dich doch abnehmen. Right. Boop. Irgendwie sinnvoll Sachen reingebaut. Ja, ich glaube, ich weiß wie. Warte mal. Rückwärts. 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 So, jetzt bist du nicht mehr geroutet. Genau. Ich kann die Sachen einfach von unten einbauen. Ja. So. Ich brauche noch sehr vieles an dieser Rakete. Ich überlege nur gerade, wie ich es mache. Also. Wir brauchen ein bisschen Strom. Nur ein bisschen. Den könnten wir in diesen Taschen verstecken. Ich muss das mal kurz abladen hier. So. Das machen wir andersrum, nämlich genau andersrum. Zack, du kommst da rein, kommst du da ran, dann wirst du da drauf geschoben. So, damit habe ich jetzt endlich das, was ich haben wollte, nämlich den Probe Core, der in der Mitte dieses... Ich fahre das quasi wie eine ICU von... Oder diese... Na, wie heißen sie denn? Diese Compute Units von der Saturn. Also so ein Compute Ring. So. Jetzt überlege ich gerade, wo ich sie reinpacke. Packe ich sie da rein? Gucken, ob die passen. Das würde mir natürlich sehr entgegenkommen. Ich glaube, das haut sogar hin. Guck
mal, weil das ist immer so Clipping, was ich akzeptiere. Hier sind Hohlräume in den Teilen, also was ich für mich akzeptiere. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist für mich immer okay, weil die Hohlräume sind da. Es passt. Und können wir noch Folgendes tun. Ich überlege gerade, ob das hinhaut. Das könnte funktionieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir probieren das mal. Das wäre auch noch eine Möglichkeit zu arbeiten. Doch, das müsste hinhauen. Das müsste hinhauen. Glaube, das ist sogar so designt. Da könnten die großen Probe Cores später auch rein. Sehr schön. Für die MK2-Variante können wir also große Probe Cores dann nehmen. Zack. Sieht richtig gut aus. Ja, passt. Sehr schön. Na dann bin ich noch nicht ganz fertig mit dir hier oben. Also ich glaube, die Steuerungseinheit sieht schon mal relativ schick aus. Was wir jetzt noch machen, ist dafür sorgen, dass das Ding genug Empfang bekommt. Jo. So, die ist combinable, oder? Nee, die ist natürlich nicht combinable. Dann brauche ich auch nicht mehrere davon. Dann brauche ich auch nur eine, wenn sie nicht combinable ist. Na gut. Wie bist du auf das Symbol gekommen? Das Symbol basiert auf einem relativ bekannten Raumfahrtprogramm. So möchte ich es mal formulieren. Von dem, oder das, von dem viele nicht wissen, wie lange es eigentlich schon besteht. Das ist ein sehr altes Logo oder ein älteres Logo eines bestehenden Raumfahrtprogramms. Ich glaube, so passt die Formulierung ganz gut. Ah, das kann schwierig werden. Das ist, wenn wir es einfach quer drüber legen, dann müsste es passen, oder? Ich hoffe, dass es nicht zu tief geht. Ist es nicht ganz mutig. Aber mal gucken. So, damit hätten wir dann nämlich nicht getroffen hätten wir dann. Damit hätten wir dann das am Start. Jetzt gucken wir mal, ob das passt. Zack. So, das Guidance-System sieht schon mal gut aus, denke ich. Genau, das wird eine Nutzlastrakete für 50 Tonnen, weil 40, knapp über 40 Tonnen ist im Moment mein schwerstes Raumschiff, was ich zu bewegen habe. Dann können wir das aber auch wieder rausoptimieren. Und ehrlich gesagt sogar die kleineren Batterien, wenn ich sie irgendwie angefasst bekomme. Wie komme ich da jetzt ran? Ich habe wieder schön selber gefoppt. Da sind sie. Nein, das war's nicht. Verdammt. Das war's nicht, sagte ich, ja? Sehr schön, weil dann haben wir da in den Dingern Freiraum. So, die Kiste hat nämlich jetzt knappe 1000 Electric Charge. Die kommen eigentlich aus
Dieser Batterie hier meine ich. Genau. Also diese Batterie hier drin, auf der der Probecoder mit der Antenne sitzt, die liefert uns den Strom und das sollte auch ausreichen für unseren Flug. So. Soweit, so schlecht. Kommen wir jetzt ein bisschen zu den Dingen, die wir brauchen, um das Teil zu fliegen. Ich denke, wir werden um Airbrakes... Oh, 20.000, Alter. Wir werden um Airbrakes nicht rumkommen. Ich würde es mal als erstes mit 4 Stück probieren. Holen Sie hier drunter. Was ist hier drunter? So. Gut. Zack, zack, zack. Dann brauchen wir noch was zum Stehen. Ich weiß nicht, ob die Landing Struts reichen, ehrlich gesagt. Ne, reichen sie nicht. Im Leben nicht. Im Leben reichen die Landing Struts nicht aus dafür. Okay. Das würde prinzipiell sogar funktionieren wahrscheinlich. Das ist nicht ganz das, was ich suche. Ihr seid das, ne? Ja. Alter. Die Dinger wiegen halt auch richtig was, glaube ich. Ja. Und die Größe, ja. Okay, lasst es uns probieren. Ich bin gespannt. Target Angle. Zack. Traverse Rate. Naja. Nicht zu schnell. Das müssen wir gleich testen, wie das aussieht. Da kommen die Dinger drauf. Ach, die sind viel zu groß. Aber gut, Übertreibung hilft. Wahrscheinlich. Ein bisschen. So wird die Sache auch ein bisschen einfacher. So. Die kombinieren, reicht das schon für den Start? Nee, reicht nicht. Also, reicht schon, ist aber reichlich knapp. Reichlich, reichlich knapp. Haben wir erstmal alles, was wir bräuchten? Ja, ich glaube, wir haben alles, was wir bräuchten. Aber ich verliere jetzt Schub. Deutlich Schub. Haben wir noch irgendwelche seitlichen Antriebe zurzeit? Der macht 15.
2,75. Auch 2,75. Ich glaube nicht so wirklich, ne? Ist, glaube ich, keine echte andere Option im Moment. Gut, die sind aber auch nicht schlecht. Da, wo wir vorher waren. Okay, das können wir ein bisschen korrigieren. Da ist Platz. Wir müssen halt nur genau bauen. Zwei Pärchen draus. So. Eins, zehn. Ah. Reicht uns 1,10 schon? Ich glaube, ich muss ein bisschen. Das Becken, sonst wäre das zu viel. Eins, zwei, zwei. Okay. Action Groups. Eieiei. So. Target Angle. Mist, ich musste. Ich brauche so einen Controller dafür, ne? Damit ich die setzen kann. Da war was lange nicht getan. Ich glaube, ich muss so einen Cal-Controller haben. Meine ich. Was ja auch nicht schlimm ist. Prinzipiell. Ich baue den mal kurz da an. Den können wir dann noch irgendwo in hübsch verstecken. Ich meine, man musste irgendwie. Kerl 1000 Controller. Eieiei, wie war denn das? Lange nicht getan. Angle. Ja, nee. Geht ohne Winkel am Gelenk einstellen, dann Target Angle in der Action Group. Den Winkel am Gelenk einstellen. Also am Gelenk den Winkel einstellen. Also zum Beispiel hier oder was? Aber dann ist er ja schon in dieser Position. Den Winkel kann ich am Gelenk beschränken.
Ja, aber dann ist er ja. Ich verstehe noch nicht, worauf du hinaus willst, wie es genau funktioniert. Also ich kann ihn hier beschränken, klar. Also von 0 auf irgendwas 70 oder so. Und das hier. Den nun ausgefahrenen Winkel beschränken. Was? So, ich verstehe noch nicht, wie ich das jetzt in eine Action Group übersetze. Mal gucken wir mal, vielleicht. Okay, da sind schon die Lights. So. Set Maximum Angle. Ah, okay, ich kann dann einfach Maximum Angle sagen. Extend Piston. Okay, ich glaube, so könnte es funktionieren tatsächlich. Okay, machen wir einen Testflug, würde ich sagen, und gucken mal, ob das funktioniert. Also ist ja alles relativ preislich überschaubar, sage ich mal. Ja, irgendwas ist da nicht richtig drin, habe ich so das Gefühl. Irgendwas ist da ganz, ganz komisch. Freunde, was baue ich denn? Oh, sag nicht, ich habe die doppelte Payload die ganze Zeit. Oh, ich habe bitte nicht mit der doppelten Payload gebaut. Das würde viele meiner Probleme erklären, ehrlich gesagt. Habe ich mit der doppelten Payload die ganze Zeit gebaut? Weil ich habe gedacht, so, oh Gott, warum ist das alles so riesengroß? Ich hoffe, ich habe nicht mit der doppelten Payload. Ich befürchte, ich habe mit der doppelten Payload gebaut. Ja, overengineered. Freunde, ich habe die ganze Zeit mit 100 Tonnen gebaut. Was prinzipiell eine gute Sache ist, aber das erklärt viele meiner Probleme. Erste Rakete, Heavy Lifter. Sehr schön. Sehr schön, Freunde. Das erklärt vieles, auch warum ich mich dumm anstelle und so. Okay. Lasst uns alle ehrlich zueinander sein. Das Ding hier schiebt quasi Single Stage die 50 Tonnen in Orbit, wenn ich das richtig verstehe. Schauen wir mal. Nee, ich speichere den nicht trotzdem. Ich fliege den trotzdem. Ist doch awesome. Um Himmels Willen, da kommt noch eine ordentliche Upper Stage drauf. Und dann haben wir halt einen 100-Tonnen-Launcher. Es ist ja nicht schlimm, dass wir ein bisschen Overdone haben, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, ist es super. Wenn es funktioniert, haben wir dann sogar noch mehr. Weil der Punkt ist, es ist sehr teuer, ne? Dadurch, natürlich, klar. Und da war jetzt auch ein bisschen kompliziert, das zusammenzubauen. Aber es macht es ja jetzt nicht schlechter. Ah, da habe ich irgendwie oben, habe ich mich verklickt und dann hat er nochmal alles reingetüdelt. So, wir müssen jetzt nur sicher gehen, dass hier nirgendwo Crossfeed an ist. Also die Dinger müssen auf jeden Fall. Oder wir machen es einfach so. Ah, guck mal, dann gehen auch die Delta V wieder raus, ne? Sehr gut, hier ist halt gerade irgendwo. Ah, da normalisiert sich auch wieder. Da normalisiert sich es auch wieder. 2202. Okay, also irgendwas war komisch, aber es ist jetzt wieder besser. Aber es hat sich gar nicht so viel verändert am Setup. Es ist einfach irgendwie, er crossfeedete den Fuel hier oben raus, aber das soll ja nicht sein. Er soll ja Todmasse sein. Das passt also ganz gut. 50 Tonnen.
Die Licht Action Group soll uns landen lassen. Okay. Und was wir jetzt probieren, wir gehen jetzt mal in einen suborbitalen Flug und werden dann versuchen, eine Landung zu machen. Mal gucken. Kann da was schief gehen? Da kann bestimmt eine Menge schief gehen, aber es ist egal. Lausch. Die Vernier Engines sind schon längst unten dran. Böller, ich weiß nicht, wo du gerade warst, aber. Gut, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich glaube aber, das haut hin. Oh, das sieht von Verbindung her nicht so gut aus. Ja, das bricht einfach stumpf weg und es macht mein Launchpad kaputt. Physics-mäßig völlig einwandfrei berechnet. Okay, Freunde. Ich bin nicht sicher, was passiert. Ich bin nicht sicher, bis wann es passiert. Wir recovern das einfach mal. Da ist irgendwas nicht original. Ja, das ist definitiv der Probe Core. Auf dem das rumdödelt. Da müssen wir ein bisschen was tun mit dem Probe Core. Den müssen wir doch anders einpacken. Schade, das wäre zu schön gewesen. Funktioniert aber so nicht. Den werden wir dort etwas anders hineinhelfen müssen. Das ist ein wenig instabil. So, dich braucht kein Mensch. Zack. Und ich befürchte, es ist. Nee, warte, es ist so rum problematisch. So. Kleine Probe-Core ist nicht. Dann können wir natürlich potenziell sagen, das macht Sinn. Erstmal doch tatsächlich ein Service Bay zu verwenden, sind die schwer. 0,3 Tonnen. Ist also. Zack, open. Kleiner Probe Core. Zack. Dann können wir nämlich auch Strom völlig valide da reinbauen. Vielleicht machen wir es dann einfach so, dass wir sagen, wir machen. Nee, erstmal noch nicht overcommitten mit dem Strom. Und dann Reaction Wheel. So, und den einen Input, den wir gerade noch hatten, den könnte man tatsächlich noch nutzen. Habe ich die Dinger schon? Ja. Das sind doch die Teile, die Werner Engines. Nicht die Vernier, sondern die Werner Dinge. Dass wir die Rakete drehen können. Mit dem Sprit, den sie eh hat. So. Yes. So. Schauen wir mal, ob es diesmal besser funktioniert. Kleine Antenne könnten wir auch noch reinbauen, fällt mir gerade ein. Wo ist sie? Da. Zack. So, probieren wir noch mal. 70.000, die wir hoffentlich nicht im Klo runterspülen komplett, sondern viel davon recovern können.
Eieiei. Aufblasbare Raketen. Ja, ich wollte so ein Ballontier draus machen. Hat aber nicht geklappt. Aus Gründen. Ballontier war irgendwie nicht. Nada Ballontira. No. Nicht. So, diesmal macht sie zumindest keine komischen Sachen. Erster Testflug unseres neuen Launcher-Systems. Ich bin sehr gespannt. Alter, ich glaube, ich habe einen Hörsturz. Ich glaube, ich habe einen Hörsturz. Die Verniers sind. Auf jeden Fall sehr laut. Wenn auch nicht leise. Ich hoffe, euers auch. Rein lautstärkentechnisch sind die Triebwerke keine gute Wahl. Ich werde das gleich nochmal überdenken, um uns nicht alle zu töten. Tatsächlich den Decoupler vergessen. Ich sehe es gerade auch, dass der Decoupler wahrscheinlich ein Problem ist. Den hat es bei meinem Bauproblem zerledert. Lass uns mal das Fairing aufmachen. Ich habe noch Sprit. Ich glaube, da ist irgendwie dazwischen was in die Hose gegangen. Wir können ja mal einen Landeversuch machen. Mit den Delta-V, die wir noch haben. Holy shit! Hast du keine Flüstertriebwerke? Also die Triebwerke am Arsch, das werden wir nicht so beibehalten. Die sind unverhältnismäßig laut. Aber wirklich unverhältnismäßig laut. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen strecken. So, ich denke, so ist es okay. Jetzt gehen wir Retro. Bremsen an. Und gucken mal, wie schlimm es wird. Kann ich umpumpen? Ja. Ich will auf jeden Fall das Gewicht da hinten haben.
Ich will das Gewicht sowas von komplett da hinten haben. Das ist jetzt ein bisschen assi ohne den Decoupler. Achso, ja, Damon. Ich gerade gelesen. Ja, on it. Very much on it. So, sämtlichen Sprit nach unten rein. So, das ist jetzt einfach ärgerlich, dass das noch zusätzlich dran ist. Aber ist halt so. So, jetzt machen wir noch was Folgendes. Das Ding ist jetzt schon sehr viel leichter. Das muss ich später noch mit Action Group so oder so machen, dass wir nicht mehr. Ich weiß dann nur noch nicht, ob wir auf den Side Engines oder den Main Engines landen werden später. Aber auf jeden Fall brauchen wir nicht die komplette Phalanx. Und aus reinen Akustikschutzgründen, das ist da bewohnte Nachbarschaft, wir können uns die Klage nicht leisten. Machen wir jetzt hier mal die anderen aus. Wir haben nämlich eine Thrust Weld Ratio von 3,24. So, wir werden jetzt erstmal auf dem leisen Triebwerk landen. Den Test der. Des Ausklappens hier, den behalte ich mir vor. Genau. Familienfreundlich, sind alle taub jetzt. Naja, schade eigentlich. Okay, jetzt kommt erstmal der Wiedereintritt. Meine Airbrakes sind nicht da, wo ich sie haben wollte. Meine Rakete ist nicht so lang, wie ich sie haben wollte. Ah, egal, was soll passieren. Könnte natürlich assi sein. Wisst ihr, was wir machen können? Wir haben noch so viel Sprit. Ich bringe uns kurz in Orbit, damit wir die Kohle noch kassieren. Dann machen wir einen De-Orbit. In der Nähe des KSCs. Wir üben gleich mal eine ordentliche Landung. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hoch mit der Nase. Du fieses Ding. Refabu, vielen Dank für den Resub. Wir kämpfen hier ein bisschen mit der unserer Rakete, dass wir die in Orbit bekommen. Also eigentlich ein Testflug. Ein paar Sachen haben vielleicht nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ach, hier ist auch noch Sprit drin, ne? Aber machen. Hoch damit. Alter, ist das Ding heiß geworden. Hä? Was hast du gesagt? So, mit dem Raketentriebwerk ist das auch ein bisschen angenehmer. So, hier ist noch irgendwie Sprit drin. Das wäre noch gut, wenn wir den noch hier unten rein tanken. Steigung läuft. Alles in den unteren Tank. Das sieht auch gut aus. Machst keine halben Sachen, oder? Grip Pads zu bauen. Ich glaube, ich habe die Grip Pads noch nicht. Ansonsten wären die Grip Pads wahrscheinlich noch eine gute Erweiterung. Also wir werden heute noch ein bisschen an dieser Rakete ingenieren. Ihr seht, es sind noch haufenweise Fehler drin. Das ist der erste Testflug. Also da wird sich noch einiges an der Rakete verändern. Ich bin ganz zuversichtlich, dass der Strom halten wird. Haben wir irgendwelche lustigen Fleck und Minmus? Da müssen wir mal irgendwann hin. Orbital Station. Okay. So, jetzt sind wir gleich im Inso-Orbit. Genau, also Inso-Orbit noch nicht, aber Inso-Weltall. Jetzt time-warp ich uns mal zur Apoapsis und mach ein Orbit draus, damit wir die Kohle kassieren.
Das sind schon mal 40.000. Aber wenn wir diese Landung jetzt sticken, wenn das wirklich hinhauen sollte und wir die Rakete nicht in Einzelteile zerlegen, das ist natürlich so ein bisschen eine Vorbedingung von der ganzen Aktion. Wenn wir das hinbekommen sollten, dann werden wir das erste Mal wahrscheinlich Kohle verdient haben mit einer Rakete, weil wir haben nur das Fairing weggeschmissen und den Treibstoff verbraucht. Das wäre unsere erste Aktion in diese Richtung. So. RC ist aus. Strom hat sich auch wieder ein bisschen erholt. Lasst uns zum KSC fliegen. Ich würde sagen, wir bremsen dann hier vorne. Wir gehen relativ steil an die Nummer ran. So. Strom, wie gesagt, scheint für eine Erdumrundung oder Kerbenumrundung zu reichen. Wir können sogar der Raumstation ein bisschen winken. So, ich mache jetzt hier mal unseren Anflug rein, dass wir das Manöver hier ordentlich vorbereiten und schon mal versuchen, ungefähr das KSC anzufliegen. Ungefähr, wie gesagt, es geht jetzt noch nicht darum, da eine Punktlandung zu sticken. Okay, wir haben noch 1100. Wir können also sehr viel später, sehr viel aggressiver bremsen, was uns helfen wird, besser zu treffen und nicht so schnell zu sein. Brauchen aber natürlich auch noch so ein bisschen was dann für die Landung an sich. Ich denke, wenn wir 500 Delta V rausnehmen aus der Nummer, sollten wir für den Wiedereintritt eigentlich ganz gut gerüstet sein. General Solo, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kyronauten. So, in 3 Minuten ist unser Burn. Ich bin gespannt. Wie gesagt, da fehlt einfach der Decoupler. Er ist mir einfach abhanden gekommen, muss man ehrlich eingestehen. Digga, nicht übertreiben. Du hast ein SAS, benutzt das. Ein RCS. RCS ist es auch nicht, das wollte ich das sagen? Reaction Control System, doch, RCS. Das wollte ich sagen. Das ist das Wort, was ich sagen wollte. Auf dem Dach, der fährt, bitte, bitte nicht. Geht das eigentlich, wenn du die Fallschirme scharf machst und die Booster einfach abwirfst und sollten dann mit dem Fallschirm landen? Theoretisch ja, Dave. Aber ich muss sie loaden. Wenn du das machen willst, gibt es einen Mod dafür, das nennt sich Stage Recovery. Damit kannst du das ganz einfach so tun. Hallöchen an Krampfgarten und seine Raider-Truppe. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr vorbeigeradet seid. Ihr seid gerade dabei, wie wir unseren ersten Probeflug machen für mein Konzept eines wiederlandefähigen orbitalen Boosters, wie man es so schön nennt. Mal gucken, wie sehr ich versage. Wie gesagt, erster Testflug. Da geht sicherlich noch ein bisschen was. Okay. Wir sind unterwegs. Wir kommen ein bisschen kurz. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. So, wir müssen jetzt retro gehen auf jeden Fall. Und wir können schon mal die Airbrakes reinhauen. Dann hoffen wir mal das Beste. Wir haben jetzt noch 660 Delta V für die Landung. Ich bin gespannt. Es ist nicht so schlimm, wenn das ein bisschen entfernt vom KSC stattfindet. Okay, wir kommen rein. Let's do this. Bin sehr gespannt, was passiert. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber wie gesagt, ist die Alpha-Version. Nenne ich es mal. Wir werden sehen, was passiert. Geschwindigkeit sieht okay aus, das müssten wir überleben. Ich komme ein bisschen kurz, wie gesagt. Das ist nicht so schick, aber. Also, ich hoffe, ich kenne mein Glück, ich werde die Berge treffen. Ich weiß, dass ich die Berge treffe. Ach, Plasma-Blackout, ne? Habe ich total vergessen. Na gut. In der Zeit kann ich also eh nichts machen. Shit. Ja, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Ich habe einen Plasma-Blackout, genau. Da muss die Rakete in der Zeit alleine klarkommen.
bis das Plasma-Blackout durch ist. Ich treffe sowas von die Berge. Sie kommt sehr schnell und sehr heiß rein. Das sind gleich die Airbrakes. Ja, fangen die sich? Ich glaube, sie fangen sich, oder? Ja. Nee, tun sie nicht. Komm, gib mir Signal. Er hat Signal. Okay. Wo sehe ich meinen Suicide Burn? Oh, ich bin drüber. Zeitig geburnt. Wie viel brauche ich noch? 300 und ein bisschen. Das könnte noch klappen. Okay, ich fahre jetzt die Beine aus. Voll der Sprit aus, glaube ich, aber ich kippe halt ein bisschen. Es war gar nicht schlecht. Ich war ein bisschen zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt. Der war sehr, sehr nah dran. Ich habe zu spät die Airbrakes reingezogen und mich ein bisschen auf die falschen Sachen konzentriert. Das war sehr, sehr, sehr nah dran. Das war sehr nah dran. Das war gut. Also tatsächlich war das ein guter Anlauf für den ersten Versuch. Tatsächlich war das ein guter Anlauf. So, Lessons learned. Booster benutzen, Vernier-Triebwerke gehen halt gar nicht, weil wir einen Hörsturz bekommen. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen mit was anderem arbeiten. Wir gucken mal. War auch gar nicht so teuer, weil wenn ich jetzt die Reste da hinten noch alles recovere, schade ist, dass es das Triebwerk zerlegt hat. Nachvollziehbarerweise hat es aber das Triebwerk zerlegt. Oh, recovern lädt gerade sehr länglich. Hat aber recovered. Okay. Hat jemand vorher auf mein Geld geachtet? Es war nicht so teuer. Es war auch nicht billig, aber es war halt auch nicht so teuer. Das Triebwerk war das Schlimmste, ehrlich gesagt. So. Oh, ich habe schon wieder diesen lustigen... wo war das nochmal? Debugging... Input Logs. Clear Input Logs. Thank you. So. Was? Ich will das jetzt nicht upgraden. So. Version 2. Nennen wir es Version 2. General Solo, vielen lieben Dank für deinen Sub. Ganz viel Spaß mit den Kirby-Emojis und natürlich weiterhin beim Zugucken. Jetzt müssen wir hier mal schauen, dass wir da wieder sauren die Kabel dazwischen stecken. Das war einfach nicht gut, dass mir der abhanden gekommen ist, weil das ist ja nur meine Dummy-Payload. Die will ich ja gar nicht dabei haben beim Land. Lektion 1. Lektion 2. Das funktioniert nicht. Also das funktioniert rein technisch gesehen, es funktioniert akustisch überhaupt nicht. So, jetzt gucken wir nochmal, ob ich die Rubber Pads schon habe. Ich glaube, ich habe sie nämlich nicht. Nope, keine Rubber Pads für mich und für dich und für euch. Also erstmal muss das so gehen. Du schaust schon lange jetzt endlich mal mit Twitch-Account. Das freut mich sehr, dass... du jetzt einen Twitch-Account hast und auch mal dich im Chat meldest. Schön, dass du da bist und natürlich auch jetzt mit Twitch-Account noch ganz viel Spaß beim Zugucken. Aber inhaltlich ändert sich ja hier nicht so viel. Wir sind ja da sehr konsistent, was das angeht. So, Denken. Ich denke... Ja, was denke ich denn? Ich denke, dass das eigentlich... So, Crossfeed ist hier aus, oder?
Ja, CrossFeed ist am Kiwi-Kabler aus. Ich denke, das ist eigentlich. Es gibt eigentlich nur ein Triebwerk, was wir dafür wirklich benutzen können. Das Problem, was ich ein bisschen dabei sehe, ist, mit meiner Landebahnkonfiguration kriege ich halt vier von den Teilen ran, was mich auf 1,19 bringt. Wir können das mal probieren. Ich bin skeptisch, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich skeptisch. So, machen wir Gimbal bei den Dingern aus? Wir machen Gimbal bei den Dingern aus. Die Überlegung wäre natürlich jetzt, das wäre so ein bisschen das, eigentlich will ich nicht hochscalen, aber es wäre so ein bisschen die Überlegung, die Dinger hochzuscalen, um zu sagen, ja, okay, das ist halt der Kompromiss. Das war auch wieder bei 1,3. Dafür, dass wir die anderen Dinger nicht benutzen. Dafür platzen uns halt nicht die Ohren weg. Aber eigentlich ist es halt 100%. So, dann ist es nämlich fair. Da muss man nicht rumscalen. 1,19 ist auch so schlecht nicht. Es ist okay. Es ist okay. So. Okay. Ich glaube, fürs Erste. Denken, denken, denken. Also wir müssen mehr. Wir müssen mehr bremsen, auf jeden Fall. Und ich hatte den Plasma Blackout nicht auf dem Schirm. Der hat aber ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also das war überraschend entspannt. Also ich kriege rechtzeitig die Kontrolle zurück, kann aber während dem Plasma Blackout wenig tun. Wenn ich Airbrakes verliere, muss ich sie einfahren beim Landen unbedingt. Das war auch noch eine Lektion. Ja, lasst es uns nochmal probieren. Ich glaube, wir sind gut unterwegs. 56.000. Los geht's, oder? Kostet uns die Rakete echt nur 56k? Dann haben wir die ja gerade fast komplett wieder reingespielt, oder? Ich habe den Decoupler gebaut, der ist hier drin. Ich will die Fairing Base will ich mitnehmen. Lohnt sich das finanziell? Kann man drüber diskutieren. Kann man tatsächlich drüber diskutieren, ob ich die Fairing Base. Was wiegt die? 0,175 Tonnen. Nee, doch, ich lasse die drin. Ich lasse die drin. So, Freunde. 1,19. Let's do this. Wisst ihr, was wir noch machen? Wisst ihr, was wir noch anbauen an diese Rakete? Ich kann euch sagen, was wir noch anbauen an diese Rakete. Etwas unglaublich Elementares, was mir am Herzen liegt. Was mir wirklich wichtig wäre, weil es jetzt optisch. Weil es mir optisch einfach wichtig ist. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. So sieht das ganz hervorragend aus, würde ich sagen. So sieht das wie eine richtige coole Rakete aus, die richtig cool fliegen kann. So. Ja, deshalb hat die nicht funktioniert, Jojongs. Ich bin bei dir. Jojongs ist eine Fachperson in dem Bereich. Der weiß das, dass Glücksflossen unheimlich wichtig sind. Let's do this. Let's do this. So, diesmal würde ich auch das erste Mal probieren, so ein Flugprofil hinzuzimmern, wie ich mir das ursprünglich mal vorgestellt hatte. Nämlich bei. Wir machen jetzt mal zu. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dianon, habe ich dich überlesen? Oder nicht mitbekommen? Dianon, vielen Dank für den Resub. 8. Monat in Folge. Dankeschön. Und dann natürlich auch noch an AK Engelsee für den 23. Monat in Folge. Vielen lieben Dank an euch beide. Weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken und ich hoffe, auch so eine kleine Engineering-Folge heute macht euch mal ein bisschen Spaß. Ich weiß, dass viele von euch drauf stehen.
Deshalb hoffe ich, dass heute auch mal das Bastelpublikum ein bisschen bedient wird. So, also was ich jetzt machen will, ist, wir fliegen jetzt bis ungefähr 200 Delta V die Rakete runter. In einem sehr viel steileren Winkel, als wir das normalerweise tun. Um eben Zeit zu kaufen für die Upper Stage, weil wir müssen die Lower Stage landen, bevor die Upper Stage, naja, wieder in die Atmosphäre reingefallen ist oder eigentlich an der Apoapsis zurück ankommt. Und das probieren wir jetzt mal. Also wir trainieren auch das Flugprofil. Los geht's. Geht jetzt ein bisschen langsamer natürlich los, logischerweise. So, wir geben einen leichten Tick rein für den Gravity Turn. Und ich werde jetzt mit Absicht den Gravity Turn nicht so hart fliegen, wie ich das normalerweise tue, also ihn jetzt überlassen in Richtung der Kipprichtung, indem ich einfach sage, folgt dem ganzen Prograde, sondern ich bleibe jetzt auf einer manuellen Steuerung und gehe mit einem deutlich stärkeren Angriffswinkel erstmal ran. Also bleib sehr viel steiler. Oh, die Dinger müssen noch unbedingt umstellen. Ich darf vergessen, das ist nicht gut für einen Aufstieg. Das verschwendet sehr, sehr viel Delta V, wenn wir das längere Zeit machen. So, und versuchen damit jetzt die Rakete natürlich einfach, wir versuchen eine große Time-to-Upper-Assist zu erschaffen. Also, note to myself, könnt ihr mich mal daran erinnern, Airbrakes abschaffen. Nein, also die Airbrakes müssen für Pitch und Yaw müssen die aus. So, jetzt sind wir bei einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit schon vergleichsweise. Und jetzt gehe ich so ein bisschen in eine Neigung, weil es ist okay, dass es die gibt. Der soll ruhig ein bisschen Anschub schon mal bekommen in die Richtung. Aber ich will vor allen Dingen eine sehr hohe Steigrate erzeugen. Also wir haben jetzt schon fast 300 Vertical Speed. So, das ist so die Idee meines Flugprofils, wie ich versuchen will, das mit Stock-Mitteln zu schaffen. So, jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich im richtigen Moment abschalte. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel habe ich noch zur Verfügung, wenn ich auf 200 Meter pro Sekunde abschalte. Das ist nicht viel, ne? Ich bin noch nicht weit raus mit der Upper Stage in dem Moment. Und aus. 58 bei einer Minute und ein bisschen. Das ist nicht viel. Okay, das reicht noch nicht. Wir brauchen also in der Stage auf jeden Fall mehr Zeit. Mehr Brennzeit. So, jetzt werfe ich das mal weg. Geh zurück auf unsere eigentlich Kiste. Dreh den Booster um. So, wir haben jetzt wieder ein paar Delta V zur Verfügung. Und jetzt probieren wir mal, ob wir ihn ja, drehen können quasi, ne? Das wird nicht reichen, 200 ist zu wenig, glaube ich. Wie weit kommen wir damit? Damit haben wir es ja noch nicht gedreht gekriegt. Okay, das reicht noch nicht. Ah, Digga. Mach mich nicht unglücklich. So, jetzt gucken wir trotzdem mal, dass wir die Landung üben. Jeder Versuch, die Landung zu üben, ist ein guter Versuch. Okay, da muss noch ein bisschen was passieren. Zmaker, vielen lieben Dank für den Resub. Zweiter Monat, schön. Nee, vierter Monat insgesamt sogar schon, aber zweiter in a row. Schön, dass ich dich davon überzeugen konnte, mal wieder einen Sub reinzuwerfen. Vielen lieben Dank und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Action Group hierfür. Wartet mal. ...2,34 reicht mir. Okay, ich fliege das Ding auf den Kleinen, glaube ich. Fliege ich es auf den Kleinen? Was haben wir mit der Großen? Großen haben wir natürlich... Wisst ihr was? Mit der Großen ist besser. Dann haben wir ein bisschen... Können wir ein bisschen präziser arbeiten. Ja, obwohl ich glaube, die Große könnte ein Problem werden. Wir müssen uns nachher mal die Leistungsfähigkeit angucken. Ich probiere es jetzt mal auf der Großen. Mal gucken, ob der uns stark genug abbremst. Noch werden wir nämlich immer schneller. Ich habe da im Moment kein gutes Gefühl bei. Jetzt werden wir langsamer. Mal gucken, wie viel.
Landebeine raus. Halt sehr, sehr knapp mit dem Großen. Leck mich fett. Ah, und Funkkontakt verloren, ne? Na gut. Ah. Den habe ich versenkt. Fairness halber muss ich sagen, den habe ich versenkt. Der ist einfach unkontrolliert in die Binsen gegangen. Eieiei. Eieiei. Ah, oh, im letzten Moment Kontakt verloren. Das war nicht so geschickt. Die Frage ist, gehen wir erstmal für ein geringeres Gewicht an die Sache ran? Für mich ist so ein bisschen die Frage, wie kriegen wir das Thema hier mit den Triebwerken? Also wenn ich mehr Zack. Wenn ich mehr Schub kriege, kann ich auch mehr Sprit mitnehmen. So, das war jetzt so ein bisschen die Frage. Ich brauche ein paar mehr Delta V hier unten in der Stage. Hast du zu viel Geld oder warum machst du die Tests gerade? Ich mache die Tests tatsächlich, weil ich langfristig Geld sparen möchte. Also deshalb mache ich die Tests. So. Das ist der Hintergedanke. Jetzt sind wir bei 1,30. Jetzt kriegen wir ein bisschen mehr Druck in die Sache rein. Ich befürchte auch, dass wir vielleicht mit 50 Tonnen noch nicht arbeiten können, ne? So, was wäre denn, wenn wir sagen, wir arbeiten mit einer Payload von... Was haben wir hier? 36. Lass uns mal so die 40 Tonnen nehmen. Das war ja eine ganz gute Zahl für die bemannten Systeme oder bekörbelten Systeme. So, also wir gehen jetzt mit einer 40-Tonnen-Konfiguration raus, weil der Punkt ist, dass wir halt genug, wir brauchen halt eine Kombination von genug Delta-V, um zurückzukommen und der Möglichkeit umzudrehen. So, also 40 Tonnen sind jetzt angesetzt als Payload oben. So, Airbrakes habe ich ausgemacht, jetzt brauchen wir noch eine Konfigurations- Button für der Abort-Knopf wird nicht. Ich mach mal ein. Ach, warum den Toggle Gimbal, ich Vogel? Toggle Engine will ich hier haben. Toggle Engine. So, damit haben wir das. Dann können wir nämlich auf Abort die Kiste auf hochfahren und runterfahren, also die Triebwerke. So, wir haben jetzt 2361 Delta V bei 1,37. So. Ich
1,30 bei 2468. Das sieht ganz vielversprechend aus, finde ich. Wird halt langsam ein bisschen länglich, die Kiste, aber schauen wir mal, was der Space Spargel so sagt. Haben wir es vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dass den Namen noch nicht geändert. Wieso? Habt ihr euch auf irgendwas geeinigt, was den Namen angeht? Bam, bam, bam. Eine Antenne ist drin im Dings. Da war einfach das Problem, dass kein Satellit gerade über der ganzen Schose war. So, also neuer Anlauf. Mal gucken, ob wir diesmal zurückkommen. Ich würde diesmal 300 Delta V übrig behalten wollen. Ja, oder eher 400? Lass mal eher 400 übrig behalten. Launch System. Okay. Schauen wir mal, ob der Herr Newton das so sieht, dass das auch launchen darf. Mal gucken. So. Geben wir ihm mal ein bisschen Turn rein. Dass er zumindest schon mal ein bisschen Speed aufbaut. Wir nicht nur komplett gegen die Gravitation arbeiten. So, Steiggeschwindigkeit sieht gut aus. Wir haben auch noch ein paar Delta V übrig. Ein bisschen mehr Druck macht sich schon bemerkbar, finde ich. Also wir sind schneller unterwegs gefühlt als beim letzten Anlauf. Das wirkt schon mal ganz ordentlich. So. Lassen wir jetzt einfach selber turnen, so langsam aber sicher. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir ihn rausschießen auf eine gute Höhe. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das passt auch zu dem Delta V. Bei 400 aus. So, jetzt Fairing weg. Das müssen wir auch uns angewöhnen, das eher zu machen, aber... Ich glaube, 45 Kilometer ist gar nicht schlecht. So, wir geben jetzt die Nutzlast frei und drehen den Booster um. Nutzlast fliegt weiter. Booster dreht. Wir machen Abort Sequence. Seitentriebwerke aus. Wir machen das komplett über den Hauptbooster. Wir haben 900 Delta V zur Verfügung. Ich hoffe, das passt. So, und wir drehen die Kiste jetzt in Richtung KSC zurück. Ich hoffe, das funktioniert. Komm schon, dreh dich. Ich weiß, dass du es schaffst. Komm schon, nur noch ein bisschen. Wie weit kommen wir damit? Ah, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Wie viele Delta V hatten wir übrig für die Landung vorhin? War schon mehr als 200, ne? Was auch immer das da ist. So. Was sieht es aus? Oh, darf ich kommen? Oh, das ist gar nicht schlecht gewesen. Wir hatten schon gedreht. Oh, das ist gar nicht schlecht. Also es klappt nicht ganz, aber durch die Drehung von Körben... Okay, Retrograd, Alter, Zeitraffer raus, Bremse an. Es ist gar nicht schlecht. Puh.
Und diesmal haben wir auf jeden Fall eine Funkverbindung von Kerbin aus, also vom KSC aus. Das müsste ganz gut hinhauen. Mal gucken. Hoppla. Ich glaube, wir müssen spät. Ah, zu spät. Ich hoffe, dass das Triebwerk schwer genug ist für die Nummer. So, jetzt sind wir im Plasma Blackout. Das bremst schnell genug. Das sieht nicht gut aus. Glaube, wir sind zu schnell. Ah, da ist er wieder. Ich hole den ganzen Sprit mal hier unten rein in die Stage. Okay, sieht gut aus. Soweit sieht's gut aus. Let's fucking do this. Vierzig, fünfzig Delta V vergammelt. So nah dran. So nah dran. Ich weiß nicht, was da noch recovered werden soll, aber ich glaube, da ist nichts. Ich glaube, wir haben es gleich. Also wir haben jetzt bei 400 Delta V gerade ausgemacht. Wir machen bei 500 Delta V aus. Das muss auf jeden Fall. Ich überlege gerade. 500 Delta V ausmachen. Macht es Sinn, uns noch irgendwo bisschen was frei zu kaufen. Ein Stückchen noch. Ich brauche noch ein Stückchen. Und wir machen hier natürlich eine Köbel-Variante. So. Ba, 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 bam, 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 bam. Reicht das? Ja, das reicht. Cool. So, wir werden das jetzt ein bisschen körperlich gestalten und einen kleinen finanziellen Verlustfaktor in Kauf nehmen. Die kosten 400. Die kosten 850. Ich glaube, ich nehme tatsächlich sogar die, oder? Ja, weil die optisch passen die da super gut dran. Von der Länge her. Wir nehmen uns eine kleine Starthilfe mit rein. So, weil das ist ein klitzekleiner Kompromiss an die Wiederverwendbarkeit. Wobei wir da sogar sagen können, wir tun zumindest so. So, die kosten 240, was kosten Fallschirm? Wir tun so. Wir tun einfach so. Sind es die? Nee, das ist der kleine, glaube ich. Richtig? Richtig. 600. Boah. Nee. Wir tun überhaupt nicht so, als ob wir die retten. Für das Geld schmeiße ich sie weg. Für das Geld schmeiße ich sie weg. So. Naja, das ist schon noch Alpha. Wir haben es noch nicht einmal erfolgreich gelandet. Alpha 2. So. Alpha 2. Lasst uns einfach ehrlich sein, wie es ist. So. Dann kommt das. Das gibt uns am Anfang ganz guten Schub. Das sieht gut aus. Damit kommen wir am Anfang schnell weg vom Boden. So.
Wenn dann die Dinger abwerfen. Jawohl. Dann kommt die Drehung dann zurück. Wir haben gesagt, wir bleiben mit 500 Delta V diesmal. Vielleicht können wir sogar mehr Budget übrig behalten. Ich brauche halt ein bisschen Zeit. Los geht's. Wie gesagt, der Trick ist dabei, jetzt diese Balance zu finden zwischen, ich muss meine Payload, also das ist ja meine Second Stage, weit genug rausschießen, damit ich nachher Zeit habe, den Booster zu landen und zur Payload zurückzuschalten, bevor sie, also zur Second Stage zurückzuschalten, bevor sie wieder eingetreten ist und eigentlich sogar bevor sie die Apoapsis erreicht. Deshalb brauche ich ein bisschen Zeit für den Rückflug. Und deshalb das ganze Spielchen hier, das ist jetzt so diese magische Balance, wenn man es so nennen möchte. So, neuer Anlauf. Und los geht's. Jetzt hat das Ding auf jeden Fall ordentlich Druck. Jetzt mit 1,7 Thrust Weight Ratio schon. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer. Oh, ein Shuttle. Ein Shuttle ist ein anderes Prinzip. Ein Shuttle ist ein sehr anderes Prinzip. Von daher ist die Antwort hier ganz klar nein. So, Booster sind weg. Gehen auch sauber aus der Trennung raus. Sehr gut. So, ich lasse jetzt hier einen ganz normalen Gravity Turn halt mit einiger Verzögerung fliegen. Damit er nach und nach sich dreht. Sehr gut aus bisher. Startgeschwindigkeit ist super. Höhe ist super. Delta V, die wir noch haben, sind super. Also es sieht wirklich gut aus, finde ich. Und jetzt pumpen wir das Ding einfach noch ein bisschen nach oben. Das einfach, um das Prozedere auch zu üben. So, und jetzt haben wir 2 Minuten und ein bisschen Zeit. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben auch 700 Delta V, das passt. Also 700 Delta V als Marke. Mark. So. Zack. Wir schalten um. RCS an. Retrograd. Wir drehen die Kiste um. Wir gehen auf One Engine Only. Wir haben 1400 Delta V zur Verfügung. So. Ich drehe den Hobel. Jetzt ganz bewusst ein bisschen tiefer rein, weil ich auch unsere Apoapsis wieder runterziehen will. Sieht gut aus mit der Drehung diesmal. Also ich brenne quasi ein bisschen nach unten. So. Das ist jetzt ein bisschen Overshooting. Also wir werden jetzt übers KSC drüber rauschen. Ist aber nicht so wild. Also weil sich das noch ein bisschen weiter dreht. So, 58 Sekunden. Was machen wir damit? Wir können noch aggressiver nach unten gehen, tatsächlich. Ich renne jetzt einfach mal. Ich mache jetzt mal was total Dummes. Das ist einfach für den nächsten Burn, würde ich noch ein bisschen tiefer gehen. Einfach um die Zeit halt rauszuzerren. So, und ich hebe uns 350 Delta V auf. So, wir sind auf dem Weg nach unten. Gleich. Ja, wir sind schon auf dem Weg nach unten. Surface configured for landing. Drehe ich ruhig ein bisschen schneller. Okay. Let's do this.
Freunde. Let's do this. Mal gucken, ob wir es diesmal hinbekommen. So, unsere Payload ist knapp drüber schon. Okay, wir müssen sie noch ein bisschen höher rausschieben. Aber sie ist noch auf einer Höhe, die über der Atmosphäre liegt. Sie darf halt nicht unter die 70 Kilometer fallen, sonst wird sie uns weggenommen. So, schauen wir mal. Momentane Prognose, Grasslands immer noch. Aber da hinten wird es schon langsam hügelig. Hoffen wir das Beste. Okay, wir gehen gleich in den Plasma-Blackout wahrscheinlich rein. Vermute ich zumindest. Ich hoffe, wir behalten eine Flugverbindung. Ja, Plasma-Blackout confirmed. Payload ist auf 112, schnell sinkend. Okay, komm. Gib mir wieder. Was war es? Dicht war es, ne? Ja. Okay, Beine kommen. Shit, ich bremse noch zu zeitig. Nose! Also die Berechnung der des Suicide Burns passt nicht. Ich muss deutlich später. So, der nächste, der mir sagt, ich soll Fallschirm oder Stage Recovery benutzen, wird einfach stumpf gebannt. Ich kriege ja Fusselmund, Freunde. Ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, ich möchte kein Stage Recovery und auch kein Fallschirm benutzen, sondern es hat schon einen Sinn, die ganze Geschichte. Die Übung hat einen Sinn dahinter. So, wir haben was zum Recovern. Not a total failure. Wir kommen der Sache näher. Lektion, bisschen später bremsen. Die Suicide Burn Anzeige ist nicht korrekt. Der Rest passte schon relativ gut. Ich müsste noch wahrscheinlich. Jetzt gucken wir mal, wo die Payload mittlerweile ist. Ich glaube, die tritt gerade wieder ein. Vermute ich mal. Die müsste ich noch ein bisschen weiter rausschieben, wahrscheinlich. Ihr seid alle so Trolle, ey. So, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob die noch da ist. Ja, sie ist noch da und schlägt gleich auf. Ist auf 30 Kilometer. Okay. Nicht ganz schlecht, aber eben auch noch nicht richtig gut. Der vierte Versuch war das, ich glaube, probeflugmäßig war es jetzt der vierte, meine ich. So. Es wird. Die andere Variante wäre natürlich zu sagen, wir machen den Sprung. Lass uns mal gucken, was das tun würde mit unserer Rakete. Ich bin eigentlich so erstmal ganz zufrieden. So sieht das schon mal okay aus. Wir machen den Sprung rüber auf die Insel. Ja, lass uns den Sprung auf die Insel machen. Ich will das wissen, ob das geht. Das könnte eine andere Variante sein. Dass wir einfach sagen, wir boosten rüber auf das nächste Stück Land, was wir kriegen können. Vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit. Dass wir sagen, wir machen den Gravity Turn deutlich bewusst aggressiver. Sogar noch ein bisschen weiter.
und heben uns deutlich weniger Delta V auf. Bremsen damit nicht komplett rum, sondern auf diese Landzunge da vorne. Vielleicht ist das eine Option. Mal versuchen. Los geht's. Was sagt unsere Krone? Unsere Krone sagt, wir sollten das nicht mehr zu lange treiben. Kohle sagt nicht mehr zu lange. Schaut live und Moto X, vielen Dank übrigens für eure Follows. Da war ich, glaube ich, ein bisschen vertieft ins Basteln. Dankeschön, ganz herzlich willkommen bei den Kommonauten. Auch wenn es schon eine Weile her ist, so zwischen 6 bis 15 Minuten scheinbar. Well. So, Booster sind raus. Ist hierhin ganz gut. Wir nehmen ordentlich Fahrt. Wird auch noch eine Nacht lang. Ich sehe das überhaupt nicht richtig. Ist, glaube ich, da hinten irgendwo. Das ist jetzt natürlich eine ungünstige Tageszeit dafür, aber ich mache es eh nicht so sehr auf Sicht. Aber das ist okay. So. Jetzt hoffen wir mal das Beste, dass wir die Höhe noch rauskriegen. So, und ich gehe jetzt mal auf 300 Meter pro Sekunde runter, um zu sehen, wie weit uns das bringen würde mit einem vernünftigen... Das sieht richtig gut aus. 300 Meter pro Sekunde. Und aus. Sehr schön. So, wir detachen die Payload. 3 Meter pro Sekunde bringt uns richtig weit. Jetzt gehen wir retrograd. Nee, du nicht. Du gehst retrograd. Zack. Retrograd, please. Wir haben 700 Delta V. Das muss locker reichen. Ich glaube, wir können sogar noch ein bisschen weiter boosten. Müssen wir gleich nochmal gucken. So. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Ich hoffe, wir bekommen irgendwo rüber Funkkontakt. Ich habe hier nicht so viele Satelliten und ich habe nicht so eine gute Antenne. Ich glaube, das wird eher mein Problem. So, und das wäre jetzt genau andersrum, dass man halt sagt, die Second Stage fliegt währenddessen weiter. Und die First Stage macht jetzt dann und schalte dann halt quasi zurück zur First Stage, die jetzt ins Wasser fällt natürlich, weil ich schlecht gerechnet habe, aber... So. Ah, ich habe den Retrograd nicht mehr drehen können. Fuck. Und ich habe keinen Funkkontakt. Gerade. Kannst nichts machen. Ich denke, die wird sich beim Wiedereintritt von ganz alleine in eine ungesunde Richtung drehen. Oder einfach verbrennen, stumpf. Okay. Zumindest funktioniert das. Ich muss dringend mal ein Satellitennetzwerk aufbauen. Aber das funktioniert relativ gut, muss ich sagen. Also der Wiedereintritt funktioniert relativ gut, auch autonom. Ich kriege jetzt nur keine Funkverbindung. Ich kann sie nicht zünden. Die rauscht mir einfach ungebremst durch. Ich will das gar nicht sehen. Ja, doch, irgendwie schon.
So, wie viel haben wir denn zum Schluss tatsächliche Delta-V, die wir aufheben müssen? 200. Für 200. Okay. Ja, die Drehung von Körben ein bisschen mit einberechnen beim nächsten Mal. Das sieht gar nicht so übel aus. So, was wir jetzt mal machen ist, wir machen jetzt ein bisschen Upper Stage mit drauf, die auch funktional ist. Ah, und ich muss, glaube ich, jetzt mal, und ich werde in dieser Upper Stage, glaube ich, ein paar Kommunikationssatelliten hinbauen. Ich habe gehört, ich brauche die. So, lasst uns, also, sieht gar nicht so übel aus. Der Launcher, ich würde ihn jetzt mal als Alpha erstmal kurz abspeichern. Das sieht nicht so schlecht aus. So, zack, zack. Newton Launcher Stage 1. Der wird jetzt eine sehr einfache Aufgabe für seine Verhältnisse übernehmen, wahrscheinlich, weil unsere Upper Stage nicht so schwer wird. Die konzipieren wir jetzt aber mal. Wir bauen uns jetzt Discovery, nämlich. nominal Mako, Ohms 1, not required. Das Meer ist mittlerweile über 100.000 Körbel-Dollar wert. Ja, jetzt werden wir uns mal ein bisschen Kohle verdienen. Ich guck mal ganz schnell, ob es einen Auftrag gibt, irgendwas Satellitenmäßiges zu tun. Das würde sich ganz gut anbieten. Vielleicht haben wir ja Glück und es gibt ein Satellitennetzwerk, dass wir jetzt einmal die Abdeckung ein bisschen schöner machen, um es mal so zu formulieren. Moon Space Station, bla 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 bla. Hammer sind die kleinen, ne? Nope, nicht wirklich. Den kann man aber irgendwann mal erledigen, den Hammer zu testen. Das ist ja, kostet ja nichts. So. Nur nicht jetzt halt. So. Ja, gute Nacht, deine Illigame. Schlaf schön und wir sehen uns kommende Woche, wenn du magst. So, also, was wir jetzt machen, wir bringen jetzt mal der Kiste einen ersten Nutzen bei. Und zwar, indem wir ein Satellitennetzwerk hochschießen. Wie machen wir das am dümmsten? Ich glaube, wir machen eine Mixtur aus niedrigen und hohen Umlaufbahnen. Ich habe halt nur 500 Kilometer Antennen drin, ne? Dingen. Das heißt, wir bräuchten ein Netzwerk, was weniger als 500 Kilometer hoch unterwegs ist. Okay. Wir machen das mal. Ich hatte doch hier so ein Moon Mimus Doppelagenten-Ding. Könnten wir doch als Grundlage nehmen, oder? Worst Rakete ever. So. Den packen wir mal kurz zur Seite. Zack. Zack. So. Was passiert hier? Was passiert hier? Dianon, wann hast du eigentlich donated und warum habe ich es nicht bemerkt? Vielen lieben Dank für deine Donation und danke für die 10 Euro ans Haus der kleinen Forscher. Dankeschön. Und Luke, vielen lieben Dank fürs Follow. Tranquility Base here. Heute The Eagle has landed. bin ich richtig schlecht, muss ich feststellen. Heute bin ich richtig, richtig schlecht, solche Sachen zu bemerken. Fühlt euch bitte nicht gemobbt, das ist einfach nur mein ganz persönliches Versagen. Und Quieker, vielen lieben Dank für 16 Monate. Dankeschön. I'm very sorry. Really. Einem sowas von sorry. So, lasst es uns einfach ordentlich bauen. Sind die combinable? Die sind combinable und die sind Relay. Das ist doch super. Dann machen wir das folgendermaßen. Zack. Und nochmal eine von außen. Zack. Kerbal Operating System werde ich hier nicht benutzen. Das ist tatsächlich was, was ich für mich auf dem Schirm habe, um das mal in einer anderen Serie zu benutzen.
Also ich denke da ernsthaft drüber nach. Aber was attached hier? Das attached. Komm, spricht nichts dagegen, es so zu lassen. Das ist ja jetzt auch nicht, es kostet jetzt nicht die Welt. Ich will nur ein bisschen miniaturisieren, weil die Dinger hier reichen völlig aus. Also Kerbal Operating System reizt mich persönlich, will ich unbedingt auch mal wirklich machen, würde ich aber in eine eigene Serie packen, weil ich glaube, es ist schon sehr speziell vom Inhaltlichen, weil ich dann sehr viel programmieren werde. Also Skripten trifft es eher, Programmieren ist jetzt vielleicht auch ein bisschen drüber. Genau, und deshalb, das ist eine Option, die erwäge ich ernsthaft. Und weiß nur noch nicht genau, wann, wie und wo ich das mal auf irgendeinen Slot hänge. Auf jeden Fall nicht als Ersatz für Colonization. So viel steht schon mal fest, bevor jemand gerade anfängt zu paniken. Das wollte ich nicht. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. So. Zack. Sondern hätten wir 15 Millionen kombinierte Reichweite auf mehrere Satelliten verteilt, weil ich nehme den jetzt nämlich einfach und mache den mal 4. Geht das? Ja, das geht. Jetzt ist die Frage, kriege ich noch irgendwie was Sinnvolles an den anderen Satelliten gebaut? Eigentlich ist der ja auch prinzipiell. Prinzipiell tauglich. Bisschen höher. Muss das mal von unten. Oh, wie er einfach gerade stirbt, wenn ich das mache. SSTU sagt mir nichts, der Mod. Tut mir leid. Deshalb denke ich da gar nichts drüber. Den kenne ich nicht. So. Ah, das ist die große, ne? Die kleine könnte eventuell da bestimmt draufpassen. Naja, so mittelgut. Tut sich einmal. Relay-Antenne 2 Giga. Das könnten wir bei den anderen Dingern eigentlich auch tun, ehrlich gesagt. Auch noch combinable. Es gibt so viele gute Gründe, das mitzunehmen. Ich befürchte, der einzige richtig schlechte Grund dafür ist, es passt jetzt nicht mehr in der Mitte, ne? Es klippt mit der mittleren Antenne. Schade. Na gut, dann bekommt die mittlere Antenne was ganz, ganz anderes. Wir nennen es das Stachelschwein. Noch eine in die Mitte, die wir vorher schon mal ausfahren können, als Guidance-Antenne. Wichtiger Part. Und auf keinen Fall, Freunde, ganz, ganz wichtig. Auf gar keinen Fall so viele Antennen mit Action Groups versehen. Niemand hat die Absicht, so viele Antennen mit einer Action Group zu versehen. So, jetzt machen wir hier einen kurzen Payload-Adapter ran, um den ganzen Strunz nach oben zu bringen. Zack, das müssen wir hier einmal autostraten, damit das nicht auseinanderbricht direkt. Autostrat. Naja, schon irgendwie Root Part, ne? So. Brauchen wir so völlig sinnlose? Brauchen wir eigentlich nicht. Niemand braucht das. So, jetzt käme der Punkt, dass wir nochmal über die Upper Stage reden. Mein Entwurf für so eine Upper Stage wäre quasi zu sagen, mach mal so, aber ich befürchte, dass mach mal so echt schwer ist. Auch wahrscheinlich immer noch mit einer LH2. Oh ne, es wird schon deutlich, deutlich preiswerter. Guck mal, 20 Tonnen knapp. Ich glaube, mit 20 Tonnen können wir arbeiten. Und dann knacken wir hier mal diese Stage ran. Ich will es einfach mal getestet haben auch. So, wir haben da vorne mehr als genug. Die ist nicht teuer, oder? Ist die teuer? 4600? Es ist okay. Es ist okay. Ist das teuer, der Treibstoff? Ist billiger als. Ist okay für mich. So.
Major, zockt dich der Bot gerade ab oder was passiert? Ich bekomme es nur so auf dem halben Auge mit. So. Dann müsste das doch eigentlich relativ gut als Testcase für unseren Newton-Launcher gehen. Ja gut, wir müssen über das Fairing nochmal sprechen, aber ansonsten. Tranquility Base Kadabul, vielen lieben Dank für 4 Monate, genau ein Dritteljahr. Ein Dritteljahr auch schon. Die Zeit vergeht schnell. Zack. Dankeschön. Weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Was ist das? Ja, sieht gut aus. So. Haben wir das alles korrekt? Haben wir wahrscheinlich nicht. Das kann ja gar nicht alles korrekt sein. Das sieht ja jetzt schon eigenartig aus. Was ist das hier? TD06? TD25, wie du es einfach komplett durcheinander gebracht hast, du lustiges Spiel. So, wie wär's denn damit? Ach, gucke an. Dann haben wir ja. Mach mal die 100er-Grenze weg. Na gut, nein. Um es nochmal deutlich zu sagen, nein. So, das müsste dann der mittlere sein, der zusammen mit dem hier ja eine eigene Stufe haben sollte. So, lasst uns einen ersten echten Testflug machen. Aber wir machen einen ersten echten Testflug, wenn. Wenn es wieder hell ist. Also, wir zoomen jetzt einmal zum Sonnenaufgang vor, damit ich ein bisschen im Hellen fliegen kann und gegebenenfalls auch landen. Das müsste diesmal ganz gut klappen. Ich glaube schon, dass du ein Glücksspielproblem hast, und zwar ein relativ großes sogar. Oh, guck mal. Zwei Parts noch. Noch mehr Parts. Wie viel kann man denn hier noch recoveren? Da liegt ja. Das ist ja, als ob hier eine ganze Rakete rumliegen würde. Guck mal, wie viel Kohle wir damit verdienen. All diese Bruchstücke. So. Sehr gut, jetzt machen wir kurz einen Zeitraffer an. Könnten auch einfach Warp to Next Morning machen, aber das wäre ja langweilig. Die Ruhe der Nacht. Auch auf Kerbin. So, im Moment kommt die Sonne hoch. Sehr schön. Ein neuer Tag ist angebrochen. Passiert irgendwas auf der Alarmglocke gleich? Nö, ist noch ein bisschen Zeit. Okay, das heißt, wir bauen uns jetzt mal ein Funknetzwerk. Und ich überlege gerade, wie ich es mache. Ich glaube, ich setze es relativ niedrig aus. Also unter den 500 Kilometern wahrscheinlich. So auf 300 vielleicht. Und baue dann halt ein relativ enges Netzwerk auf. So, die Karre kostet 107.000 jetzt mit allem. Hier bekommen wir aber jetzt auf jeden Fall Massive Scale Launches. Das würde mich wundern, wenn das nicht passiert. Und wir versuchen, den Booster zu landen. Das heißt, wir sind jetzt bei 493.000. Am Ende der Mission, falls ich den Booster gelandet bekomme, gucken wir mal, wo wir hin sind. Aber wisst ihr, was ich ganz ehrlich glaube im Moment? Dass das hier overdone ist. Ich glaube tatsächlich rein aus Kostengründen, dass das hier massiv overdone ist und wir es einfach Single Stage fliegen können mit dem Gewicht. Dann müssen wir nämlich nicht so viel ausgeben. Huch. Und können einfach aus dem Orbit
das entscheiden. Jo, das Ding kriegen wir in den Orbit geballert mit dieser Rakete tatsächlich. Was wir dann auch tun sollten. So, ich mache das Fairing nochmal kleiner. Sehr viel kleiner. Weil damit sparen wir so viel Kohle. Guck mal, das ist instant schon mal irgendwie deutlich billiger. Wir haben erstmal das Stage 2 Problem noch nicht. Und wir haben eigentlich in der Berechnung massiv Delta V übrig. Vor allen Dingen, wenn wir die ein bisschen... Wir setzen die ein bisschen vorher aus. Ah, ich habe ein bisschen Schiss vor dem... das Relay-Problem würde uns treffen, ne? Der Rakete. Na, mal gucken. Mal gucken. Los geht's. Wir machen uns um die Sachen Sorgen, wenn sie ein Problem sind. Vorher nicht. Ich kann nicht zu lange im Orbit bleiben mit dem Booster. Der ist... Ah, ich habe mit dem mittleren Ding, glaube ich, vergessen, Strom mitzunehmen. Habe ich bei dem mittleren Ding Strom angebaut? Ich glaube nicht. Es wäre ein Satellit. Ich muss nochmal recovern, glaube ich. Der mittlere hat keinen Strom dran. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Nein, wir werden hier kein Nukular einbauen. Cover Vessel. Der mittlere braucht noch Strom. Irgendwas Solarflächenmäßiges bauen wir da jetzt noch ran. So, und dann, ich überlege gerade, ob wir auf dem Booster auch ein Solarpanel oder zwei ranbauen. So ganz kleine, weil es treibt die Kosten halt einfach null in die Höhe. Und gibt uns die Möglichkeit, den Orbit mitzumachen, auch mal ein, zwei Runden, ohne dass wir drauf gehen. Gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal. Das wird doch wohl noch klappen, oder? Also, das mittlere Ding braucht auf jeden Fall Solarzellen, sonst wird das nichts. So, nehmen wir auch zwei Stück mit. Ich glaube, das ist genauso wie bei allen anderen fair. So, und ich überlege gerade, wollen wir einfach die hier auch nehmen? Wow. Was kann ich eigentlich? Einfach mal Alt gedrückt halten. Zack. So. So kriegt man dann auch eine Kopie. Dass wir einfach sagen, wir machen hier so. Müsste doch reichen, oder? Dann kann man die auch einklappen wieder. Ich glaube, das ist okay. Zack. So. Warum ist hier alles kaputt? Hier ist alles kaputt, weil Gründe. Okay. Jetzt aber. Funknetzwerk. Jet Engines ein und lande mit denen. Ah, das funktioniert nicht so gut. Du kriegst keinen Airflow rein. Also doch, du könntest schon so den Airflow machen, aber die zünden relativ spät. Und du hast halt Zusatzgewicht, ne? Das ist halt Totgewicht, was du die ganze Zeit mit hochschleppst. Ich glaube tatsächlich, dass es am Ende ineffizienter ist, weil du schleppst halt nochmal Engines mit hoch, die im Weltall halt nichts beitragen und einen Großteil der Flugstrecke auch nicht und die trotzdem ein gewisses Gewicht haben. Ist der Launcher schon fertig? Jein, also wir benutzen die First Stage jetzt das erste Mal, um eine echte Payload nach oben zu bringen.
Das ist aber vor allen Dingen ein Funknetzwerk für die weiteren Launcher-Tests. Von daher schauen wir mal. Also, wir hatten gesagt 400 irgendwas 90 oder so hatten wir. 492, bevor wir losgeflogen sind. Schauen wir mal, wie es ist, wenn wir zurückgekommen sind. Auf geht's. Pow. So. Hat auf jeden Fall gut Druck, die Kiste. Hat es schon mal geklappt? Ah, es sind schon mal ein paar Einzelteile übrig geblieben. Her. Gleich mal gucken, dass ich ihn runterbekomme mit der Nase. Sehr, sehr steil rausgegangen. So. Und so. So, wie gesagt, ich will die so ungefähr auf einen 300 Kilometer Orbit delivern wahrscheinlich. Ich muss selbst nicht ganz da hoch. Aber glaube ich, mit dem Gesamtbooster hoch in Orbit. Ich werde mal so bei 110 erstmal ausmachen. Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, das sieht irgendwie nicht so gut aus mit dem Time Warp. So leicht verschoben. Ich hoffe, dass er seine Verbindung hält. Bis dahin. Und dann würden wir die Kisten halt aussetzen. So. Delta-V-mäßig haben wir auf jeden Fall noch genug. Wir können dann eine schöne Punktlandung probieren. Also für so eine kleine Payload funktioniert es Delta-V-mäßig schon mal. Das ist sogar quasi Single Stage to Orbit mit Recovery. Mit Recover-Option. So, jetzt haben wir schon mal 40.000 kassiert. Deshalb mache ich das Spiel eigentlich mit dem Booster jetzt in den kompletten Orbit. Falls ihr euch fragt, was mit mir falsch ist. Jetzt machen wir hier mal Strom an, würde ich sagen. Ah, wir können aber vorher die hier decoupeln. Ich brauche keiner mehr. Wir können gleich miteinander sprechen. Ihr habt auch Strom, meine ich. Ja, ihr habt genug Buffer. So. Extend. So, das sieht gut aus. Er bekommt scheinbar Strom rein. Ja. So, wir drehen ihn jetzt einfach mit den Solarpanelen zur Sonne. Dann kann er sich hier ein bisschen im Orbit austoben. So. Nee, nicht also doch SSTO. Nur in diesem Falle mit einer sehr, sehr kleinen Payload. Sehr, sehr kleine Payload. Sagen wir, starten jetzt mal die einzelnen Satelliten.
So. Hast du nicht geblockt. Sehr schön. Sehr gut. Prograde und VFR. Ab auf 300 Kilometer. So. Ja, warte mal. Müssen die noch umbenennen. Ist das LKO Relay 1. Accept. So. Oh, sind wir schon so weit weg? Ja, tatsächlich. Tatsächlich sind wir schon so weit weg. So. Na? Jetzt. So, dann der nächste. Auch hier extenden wir mal den ganzen Kram. Ich glaube nicht, dass diese vier reichen werden. Das ist jetzt erstmal nur ein Anfang. Es ist halt ein Anfang. So, und warum LKO? Weil ich nur eine 500 Kilometer Reichweitenantenne habe auf dem Booster. Kalamul, weil ich den mittleren nutzen möchte, um gleich noch ein Relay zu haben in Richtung, achso, den sollte ich auch mal vorbereiten, Relay zu haben für eine höhere Umlaufbahn. So. Genau, der hat nämlich eine andere Aufgabe, schlicht und ergreifend. Deshalb na jetzt die anderen Jungs ran. So, ich denke mal. Ja, die müssen verteilt werden, genau. Die werde ich nicht alle gleichzeitig auf die gleiche Orbithöhe heben, sondern ich beginne die jetzt alle schon mal auf die 400er, die 300er Upper Axis hochzuschieben. Aber dann nehme ich einen nach dem anderen auf den 300er Orbit rein und lasse die anderen sich erstmal dann ganz natürlich verteilen. Das passiert ja quasi von alleine dann. So, last one. Strom ist da auch drin, mehr als ausreichend. Sehr gut. Tschüss. Well, was ist dann hoffentlich gleich? Wo auch immer du bist. Zack. Extend. Extend. La. Du bist dann das LKO Relay 4.
Genau, damit ich einfach ein bisschen bessere Abdeckung auch habe. Dann haben wir, können wir das Relay-Netzwerk quasi direkt für die Landung des Boosters benutzen. So. So, und dann können wir noch mal zu unserem Freund, dem Verbliebenen. Zack. Oh, habe ich dir kein Reaction Wheel reingebaut? In meinem ganzen persönlichen Versagen hast du als einziger kein Reaction Wheel gekriegt. Das tut mir leid. Na gut. La 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 la. Es hat sowas schön Meditatives, diese ganzen Antennen auszufahren. Aber ich habe gelesen, in der 1.8 kann man Action Groups dann später nachkonfigurieren. Ich werde sie dann, also ab da ist es dann klar, dass ich sie aus Prinzip nicht benutze. So, und Feuer frei. Also der geht jetzt hoch auf eine ordentliche Umlaufbahn. Was war das? 3600 irgendwas. Dönsheimer. Also mal nachschlagen, ich weiß es nicht mehr auswendig. Kevin. Wie ist das in der Orbit? 3463. Ist auch ein Stück. So, good enough. Sondern noch gucken, dass wir den dann nachher einfangen. Das ist der Name Vessel. KSC Sync Relay. So. Den werden wir nämlich über dem KSC platzieren. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Jetzt fangen wir aber mal an mit dem ersten hier vorne. So, ihr habt jetzt alle überholt. Lalala. Ich weiß gar nicht, wen nehmen wir zuerst? Wer von euch ist zuerst auf seine. Ist eigentlich auch egal. Wir nehmen jetzt den hier. Es ist eigentlich egal. Wir nehmen jetzt den ersten auf den 300-Kilometer-Orbit, sobald er an der Apoapsis ist. Und dann werden wir jeden Orbit danach einen weiteren auf den 300-Kilometer-Orbit setzen. Und zwar mit exakt der gleichen Umlaufzeit. Also wir werden mit dem ersten die Umlaufzeit festlegen, also die Orbital Period. Und dann mit den weiteren Probes diese Umlaufzeit imitieren. So gut wie möglich, so genau wie möglich, sodass wir dann quasi, was sich dadurch ergibt, ist so eine Art Train, der hintereinander fährt. Also es ist mehr so wie das Starlink-Netzwerk als jetzt geostationäres Netzwerk. Von daher fahren die dann hintereinander und obwohl es dann im Umlauf durchaus sein kann, dass die leichte Abweichungen haben, kommen sie nachher wieder zusammen quasi. Also sie werden dann die gleiche Umlaufzeit haben und dadurch ergibt sich eine ungefähre Verteilung der Satelliten. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir gleich die Höhe treffen und dann schauen wir mal, ob wir aus der Nummer eine gute Orbital Period ableiten können. Also ich will so ungefähr auf den 300er Orbit. Ungefähr. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Anni, vielen Dank für den Resub im 8. Monat. Dankeschön und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt. Schieben wir hier mal ein bisschen. So, was sind das? 48 Minuten, das kann sich auch kein Mensch merken. Machen wir mal 48 Minuten
Und 20 Sekunden, was haltet ihr davon? Falls ich die treffe, natürlich nur. Fast gut. Nein. Yes. 48 Minuten 20 Sekunden ist die magische Zahl, mit der wir an die Nummer rangehen. So. Und jetzt nehmen wir nämlich den nächsten auf der Verteilung. Der hier ist relativ weit vorne. Der scheint... Ja, eigentlich ist auch egal. Wir werden beim nächsten Umlauf Apoapsis, werden wir den nehmen, der am weitesten vorne ist. Und werden den seinem Orbit auch zuordnen. Oh nein, Sigmund Jähn ist tot. Sehr, sehr traurig. Erster deutscher Astronaut. Erster gesamtdeutscher Astronaut. Sehr, sehr traurig. Na ja, gut, aber so die ganzen letzten Jahren sind ja auch die Apollo-Astronauten doch recht ausgedünnt worden, um es mal so zu formulieren. Ja. Ist halt jetzt, sie sind halt jetzt auch ein paar Tage älter schon, die Menschen. So, wo ist denn hier der? Da ist er, ne? Der KSC-Sync, ja. So, der kommt jetzt auf seinem Time Tour Apoapsis an. Jetzt fahren wir mal eine Runde rum. Passiert jetzt? Irgendwas mit Timings? Nö, einfach nur zu niedrig im Orbit. So, und jetzt sammeln die sich ja alle so ein bisschen. Jetzt gucken wir mal, wer zuerst an der Apoapsis ankommt da. Aber ich glaube, es ist eher ist tatsächlich derjenige, welche. So, und wo ist der andere Vogel? LKO Relay 1. Da hinten sogar schon. Doch krass langsamer, ne? Da müssen wir noch einen dazwischen stopfen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Sichtlinie behalten können, sonst auch. Das könnte noch hinhauen. Wartet mal. Wartet mal, das könnte funktionieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich glaube, die halten Sichtlinie. Zack. Ja, er sieht ihn. Ist gut. Okay, dann können wir ihn jetzt ransneaken an die 20 Sekunden. Also 48 Minuten, 20 Sekunden glatt. Das ist der Part, auf dem wir unser LKO-Netzwerk setzen. Permit kommt gleich, Anni. Scheinbar sind die Mods gerade nicht da oder nicht aktiv. Ich gebe dir gleich ein Permit, lass mich nur schnell diesen Satelliten platzieren. Dann kannst du gerne ein Permit haben. Ah, easy first try. So, Andi, hier kommt dein Permit. So, damit haben wir den zweiten auch durch. Das war jetzt der, wie heißt der? Der Vierer, okay, das heißt der Zweier und der Dreier sind noch nicht in Form. So, der andere ist noch unterwegs, oder? Nee, Shitty, der ist... schon oben drüber. Dann switchen wir jetzt mal zu dem und boxen seinen Orbit noch ein bisschen hoch.
Das ist nicht schlimm, wenn der ein bisschen schwankt über dem KSC, aber er sollte schon ungefähr in der Richtung sein. Deshalb bringen wir ihn jetzt mal auf eine Umlaufzeit von 5 Stunden 59 Minuten 9,425 Sekunden. That's the plan. Warum überhitzt du gerade? Wer bist du eigentlich? Das ist absolut der falsche Satellit. Das ist sowas von der falsche Satellit. Es ist noch alles cool. Es ist noch alles cool, Freunde. Es ist immer noch alles cool. Alles ist noch gut. Ich habe einfach den falschen. Alles gut, Micky. Alles gut. Haben wir hingekriegt. Ich bin ja auch befähigt. Ich bin ja auch sowas wie ein Mod. Sowas ähnliches wie ein Mod. So, jetzt lassen wir die nochmal fahren. Jetzt müssten die nämlich auch den wieder umrunden oder unterrunden. Die zwei hier haben eine Sichtverbindung. Also ich denke, wir werden mit den vier Satelliten auf der Höhe. Es würde mich sehr wundern, wenn wir damit eine echte Abdeckung hinbekommen. So. Das war die Moonprobe 2 Relay. Und hier ist der KSC Sync Relay. Der braucht noch einen kurzen Moment, braucht er noch. Ich bin gespannt, ob das reicht. Ja, ich glaube, oder? Und der KSC Sync Relay ist eh nicht Sync mit KSC im Moment. Das heißt, es ist gar nicht schlimm, wenn wir den jetzt noch nicht abfangen. Zack. So, erst der nächste. 48 Minuten, 20 Sekunden. Geostationäres Netz bestimmt später auch noch. Ja. Aber jetzt gerade geht es mir halt um was anderes. Deshalb mache ich sie erstmal nicht. Geostationär. Aber das ist natürlich später nicht ausgeschlossen. Macht ja auch total Sinn. Den einen packe ich jetzt auch schon geosynchron übers KSC drüber, dass ich einfach eine gute Abdeckung von da habe, falls irgendwo ein Satellit gerade über eine Ecke piekt, ihm Funk-Relay geben kann. Oh, jetzt wird's schwierig. Ah, schade. Bin ich nicht sauber aufs X gekommen wieder. Was ist los? Warum tust du mir das an? Bam. So hat er das auch. Dann bleibt uns noch einer übrig im frohen Reigen. Das ist der da. Und den bringen wir jetzt als dann quasi ersten in die Karawane, weil er überholt ja. Verliert ihr heute dauernd oder was? Aber es gibt schon auch Leute, die gewinnen, oder? Deshalb ist Glücksspiel nicht gut, Leute. Macht kein Glücksspiel. Glücksspiel ist ungesund. Aber damit ihr das lernt, habe ich das extra für euch angelassen. So, guck mal, das sieht ganz geil aus. Jetzt haben wir nämlich zack, zack, die Verbindung steht. Die Verbindung funktioniert auch. Das heißt, wir haben schon mal so fast die Hälfte des Planeten abgedeckt. Und mit dem hier gehen wir dann nochmal ein Stück nach vorne, weil der jetzt noch einen Orbit macht. Oh, der KSC Sync Relay ist jetzt, glaube ich, fast drüber. Also höhentechnisch. Frage ist. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Wenn der jetzt langsamer läuft, dann holt Kerbin auf. Wenn er schneller läuft, holt er auf. Er läuft jetzt schneller auf jeden Fall. Und zwar hat er eine Orbital Period von. Bum, 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 bum. Ich muss da mal hin. Ich brauche ja im Prinzip KSC auf der anderen Seite. Also brauche ich einen halben Tag, ne? Also ungefähr 3 Stunden Umlaufzeit.
Jetzt gucken wir mal, wie viel er hat gerade. Er müsste ja so irgendwie mit den 3 Stunden knapp unterwegs sein. 3 Stunden 25 ist relativ okay, finde ich. Die geben wir ihm mal. Dann soll er mal noch einen Orbit machen, weil dann müsste sich eigentlich das hier gerade ruckeln. Weil jetzt ist das KSC quasi exakt auf der anderen Seite. Obwohl er aber auch hier eine Funkverbindung hat. Aber ich will ihn halt über dem KSC stehen haben, um weiter zu verteilen. An alles, was gerade auf dieser Seite von Körben ist. Und ich glaube, damit stehen wir dann ganz gut da. Gut, LKO Relay 2, deine Aufgabe. Der andere macht noch einen Orbit. Der andere macht noch einen Orbit. Und dann ist er, steht er über dem KSC. Bum, 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 bum. Mit dem Live-Support-Status-Window, dass das nur noch geflackert hat. Nee, eigentlich nicht, General Solo. Käme mir jetzt zumindest nicht bekannt vor, der Fehler. Vielleicht hat es ja jemand anders schon mal gehabt. Ansonsten, Ausrufezeichen Discord, kannst du dir auch den Link für den Discord-Chat holen. Da sind ganz, ganz viele andere KSP-Spieler, die sicherlich auch schon alle möglichen Probleme gehabt haben, die ich vielleicht gar nicht hatte. Warum, wo kommst du eigentlich schon wieder her, lustiger Button? Also einfach mal Ausrufezeichen Discord, wenn du da noch nicht rumhängst. Gerne mal vorbeikommen. Und da sind viele, viele KSP-Spieler, die eventuell das Problem kennen oder eine Idee haben, wie man es lösen kann. Wer weiß das schon so genau? Wer weiß das schon so genau? Und Syndicate, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. Dankeschön. So, guck mal, da kommt unser, nee, Moonprobe Relay, da kommt unser KSC Sync Relay, okay. Der wird jetzt ein bisschen Speed aufnehmen, wenn er reinkommt. So, und wir machen hier erstmal unseren nächsten Stop und gehen auf Prograde und brennen uns auch auf 48 Minuten und 20 Sekunden hoch. Because it's the Magic Happy Time. Also auch so einfach so eine vollkommen willkürliche Zeit. Hops, völlig overshootet. So eine völlig willkürlich gewählte Zeit. Ich hab, ist halt irgendwo in der Nähe von 300 Kilometern Höhe. Aber es ist halt so. Falls sich irgendjemand jetzt fragt, was hat es denn mit 48 Minuten und 20 Sekunden auf sich? Und warum fliegen alle Satelliten genau die Zeit? Weil die Zeit irgendwie grob gepasst hat auf die Höhe. Und ich keine unrunde Zahl haben wollte. Weil in meiner Verwandtschaftslinie scheinbar irgendwo Monk unterwegs war. So. Noch nicht ganz. Ups, was ist jetzt passiert? Das gibt's nicht. Wie ich manchmal X einfach nicht treffe. Okay. Oder zu langsam bin. Yes. Easy first try. So, damit steht das schon mal. Und guck mal, was wir jetzt alles abdecken. Wir haben jetzt hier quasi so einen Train an Satelliten, der 1, 2, 3, 4 Satelliten lang ist. Mr. Penguin King, vielen lieben Dank für den Resub. 4. Monat schon. Ein Dritteljahr ist rum. Dankeschön, weiterhin ganz viel Spaß. Und ihr seht, wenn wir hier jetzt noch, ich sag mal, 2 Satelliten rein platzieren, dann haben wir ein körbenumspannendes Netz eigentlich. Ja. Und das heißt für mich zumindest, dass ich zum Beispiel sagen kann, wenn jetzt der Satellit hier gerade einen Überflug übers KSC macht, ist ein safer Zeitpunkt für mich, um so langsam einen Start zu erwägen, weil ich weiß, dass jetzt hier hinten 3 weitere Satelliten kommen, die mir quasi einen halben Umlauf Körben Zeit geben, zu arbeiten. Genau, in dem Fenster kann ich mich quasi bewegen. Also unter diesem Schirm kann ich quasi jetzt meinen Start machen. 2 Satelliten fehlen dann noch. Die kann man da halt mal irgendwann platzieren. Jo. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Wie einfach eine kleine Fliege unterwegs ist. Wie fürchterlich. Oder ist es eine Mücke? Das wäre noch viel fürchterlicher. So, jetzt kämen wir doch mal zurück zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Nämlich, wir wollten Booster landen, falls sich irgendjemand noch daran erinnert. Also ich erinnere mich noch daran. Das müsste nämlich das Ding hier sein. Das machen wir jetzt nämlich auch.
Wir werden jetzt mit unserem Satellitennetzwerk rübergehen übers KSC und nochmal einen Landeanlauf machen, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Wenn wir das nämlich hinbekommen, könnte das das erste Mal sein, dass wir mit einem Start, naja, Geld verdienen ist übertrieben, ne? Ich glaube, die Satelliten oben haben ein bisschen was gekostet. Wir haben halt 40.000 gekriegt. In der Booster-Hardware steckt ein Großteil unserer Kohle drin von diesem Start. Und wir hätten jetzt potenziell Kerbal Space Center. Wir hätten das Vierer, das Einser. Ich könnte es wagen, ne? Ich hätte relativ lange noch Abdeckung. Lasst es uns tun. Lasst es uns einfach tun. Wir können jetzt direkt eine Landung machen. Wir sind am KSC. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Lasst es uns einfach machen. %% Gewinnwahrscheinlichkeit am Arsch. Ich kann mal gucken. Also, wie gesagt, der Bot war auch letzte Woche ja kaputt. Vielleicht haben sie irgendwas kaputt gefixt. Ich gucke noch mal rein. Gambelt einfach nicht. Aber eigentlich ist von meiner Seite aus alles eingestellt. Von Werten her. Mit 50%. Ups. Erinnert mich mal dran, dass ich das ausmachen will. Hoppla. Das war ganz schön laut. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir eine Bremsung so weit runterbremsen können, dass wir tatsächlich denke, 300 Delta V übrig zu behalten, ist keine ganz schlechte Entscheidung. Wie weit ist das dann noch? Ah, das könnte knapp werden, ne? Ich hoffe, das funktioniert. Ehrlich gesagt. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, wir kommen. Na gut, wir haben noch ein bisschen die Kerbin-Drehung mit drin. Und wir haben noch ein bisschen Verlust durch die Airbrakes. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, wir werden im Wasser runtergehen. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. So, Strom ist safe. Bremsen sind raus. Das wird eine knappe Nummer insgesamt. Und wir müssen ein bisschen über den Suicide Burn hinaus verzögern. Drückt die Daumen. Das wäre schön, wenn es funktioniert. Ich traue dem Frieden aber nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Nee, wir kommen deutlich drüber. Aber da unten ist das KSC. Zumindest in Sichtweite. Wenn wir es sanft gewassert bekommen, ist es vielleicht fast sowas wie ein Erfolg. Vielleicht. Eieiei. So, das wird jetzt auch ein etwas heißerer Wiedereintritt. Ich bin gespannt, ob alles an unserer Rakete damit klarkommt. Ich meine, das Triebwerk oder die Triebwerke fangen halt einen Großteil ab. Ja, wir werden jetzt auch langsamer. So. Oder explodieren gleich Sachen. Ja, was war das? Das sind die Flügelchen, ne? Oder? Ich glaube. Was verdampft da? Ich hoffe nicht die Landebeine. Na gut, die Landebeine wären auch egal, ehrlich gesagt. Waren das die Flügel? Ich glaube, es waren die Flügel. Was ich faszinierend finde, wir scheinen. Ich habe nicht darauf geachtet, aber ich glaube, wir haben für die gesamte Landung eine Funkverbindung beibehalten. Das finde ich sehr faszinierend. So. Ich mache mal die Beine raus. Da. /260 Delta V auf der Anzeige, 350 im Break. Eieiei, Freunde. Ich gebe ihm mal minus eine Sekunde. Mal gucken, was passiert. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs. Zu schnell. Also minus eine Sekunde. Wir müssen so minus 0,2, minus 0,3 irgendwo den Dreh.
irgendwo den Dreh. Damon, ich habe das Konzept vom Suicide Burn schon verstanden. Das Problem ist, dass vorhin die Berechnung nicht sauber hingehauen hat. Wenn ich exakt auf die Null gehe, dann bin ich zu zeitig gestoppt vorhin. Das war das Problem. Und dann hängst du halt, wenn du sehr knapp gehst, dann hängst du halt irgendwie 100 Meter über dem Boden und hast aber den Sprit nicht mehr, um noch eine Bremsung zu machen. Das ist das, was ich gerade versuche, so ein bisschen rauszueruieren, wo da meine Margin liegt, wie weit der Engineer daneben liegt. Eine Sekunde ist es offensichtlich nicht. Ich würde im nächsten Part mal so versuchen, 0,2, 0,3 Sekunden über seine Prognose rüberzugehen. Da sind wir vielleicht ein bisschen näher dran. Das Problem ist, dass er halt einfach, er muss das halt sticken. Ne? Also es muss halt funktionieren mit dem Anlauf. Ja, in der Atmosphäre leider nicht genau genug. Ja. Und deshalb müssen wir uns ein bisschen ranarbeiten. Also wenn ich die Abweichung rausgefunden habe, also das war jetzt zu viel. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das irgendwo in dem Bereich liegen wird nachher. Also irgendwo so bei 0,2, 0,3 vielleicht. Zack. So. Überall finde ich diesen Button-Gedöns. Nee, Katamul, der rechnet eindeutig nicht mit allen Triebwerken. Also das passt nicht. Er rechnet mit... er hat sich sogar mit dem einen Triebwerk im negativen Sinne verrechnet. Also er hat mir zu früh eine Zündung gegeben. Also ich habe schon gehovert, bevor ich am Boden war. Obwohl Triebwerke aus waren. Also was auch immer er da berechnet, es ist auf jeden Fall falsch. So viel können wir festhalten. Es ist auf jeden Fall einfach mal falsch. So, Lichtverhältnisse, check. Okay, wir sollten langsam mal zu einem Punkt kommen, wo wir das hinbekommen. Die Geschwindigkeit war doch recht hoch. Ja, aber die Geschwindigkeit geht auch sehr schnell runter. Also die Geschwindigkeit des Boosters wird sehr, sehr schnell abgebremst. Das ist tatsächlich der Punkt. Ja, vielleicht machen wir mal kurz das hier. Diesen Testbooster at Launch Site. RT-10 Hammer Booster. Lass uns das machen kurz. Das schadet doch nicht. Haben wir mal kurz was getestet. Genau, die Zeit ist halt ein bisschen anders, weil wir haben einen atmosphärischen Widerstand. Der ist tatsächlich auch durch meine Airbrakes gar nicht so klein. Ja, aber die Thrust-Weight-Ratio wird ja nicht besser. Also der Punkt ist ja, es war in die andere Richtung falsch. Also das habe ich aber schon öfter und das habe ich auch auf Moon und so weiter, dass der Kerbal Engineer ein bisschen Error-Margin scheinbar drin hat. Vielleicht fürs Hochfahren der Triebwerke oder so. Also wenn man sofort an dem Punkt, wo 0,0 Meter pro Sekunde dasteht, die Triebwerke auf 100% rammt, dann hat man immer was übrig nachher noch. Ich überlege auch tatsächlich gerade, ob wir eventuell mit Bremsfallschirmen arbeiten, um Speed rauszunehmen. Frage ist halt, was die wiegen, ne? Das nimmt uns halt auch noch mal ein bisschen. Die kleinen wiegen halt nichts. 80 Kilo ist, gut, 80 Kilo ist jetzt nicht nix, aber. Lasst uns kurz den Auftrag machen, den ich machen wollte, und dann diskutieren wir weiter über RT-10 Hammer. Der ist auch bei den Triebwerken, nicht bei den. RT-10 Hammer. Zack. Hammer. Und ein Fallschirm, weil wir den recovern, weil wir Sparfüchse sind. Ja.
So, du kriegst ein Trust Limiter von 20%. Ich meine, du hast hier irgendwie. Ja, Trust Rate Ratio sollte schon positiv sein. So, 1,5. Zack. Und sehr wenig Solid Fuel. So wenig wie irgendwie möglich. So muss das reichen. Zack. Cancel. Test. Und los. Auf dem Mond genau senkrecht. Na, der Punkt ist halt, was ich mich frage, ich würde damit rechnen bei Schrägbewegungen und so weiter, dass du in die andere Richtung daneben liegst, weil ich habe ja noch eine Horizontal-Geschwindigkeit, die ich auch noch abbauen muss. Das heißt, ich kann nicht mein gesamtes Triebwerk in einen Vertical Burn packen. Deshalb würde ich damit rechnen, dass er in die andere Richtung abweicht, dass du halt aufschlägst, während du noch Geschwindigkeit hast, logischerweise. Aber der Witz ist, er weicht halt eigentlich immer in die andere Richtung ab, nämlich dass du viel zu zeitig gebremst bist und Schub rausnehmen musst. Ja, schwierig, schwierig. So, Testbedingungen sind Kerbin, Noseside und los. Hui. Guck mal, Mami, ich kann fliegen. Ich bin ein kleiner, freier Booster. Hui. So. Hier wird kein Euro verschwendet. Nee, Euros benutzen wir nicht. Körbeldollar. Hier wird kein Körbeldollar verschwendet. Wenn's, also außer jetzt die paar hunderttausend zum Testen. Hoffentlich kriegt das Finanzdepartement nicht mit. La 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 la. Ja, ach so, es ist ein bisschen spaßig. Nicht, ja, du kannst normalerweise auch testen ohne Treibstoff die ganzen Triebwerkssachen. Aber so ist es witzig, den Booster wie ein bisschen durch die Gegend zu schießen. Keuro. Bum, 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 bum. So. Ich überlege gerade, machen wir noch einen letzten Test mit den restlichen Satelliten. Man könnte es eigentlich mal. Lass uns noch das Satellitennetzwerk komplettieren. Wenn wir eh schon dabei sind. Wir reduzieren die Satelliten ein bisschen und packen noch den zweiten geostationären hoch. Geosynchron auf die andere Seite, damit er was relayen kann. Dann sind wir eigentlich erstmal ganz gut bedient und probieren das nochmal. Ich würde jetzt mal Bremsfallschirme ansetzen, dass wir die mal ausprobieren. Mal gucken, inwiefern es das einfacher macht, weil der Suicide Burn ist halt sehr schwierig und das wird super schwierig, den immer zu sticken. Aber vielleicht können wir mit Bremsfallschirmen ein bisschen dagegen arbeiten. Vielleicht. Ich guck mal kurz, was Mission Control sagt. Abend, Malte. Ne. Bla bla bla, alles gut. Okay, dann lasst uns eine abgewandelte Form des Funknetzwerks nochmal starten. Und wir platzieren die fehlenden beiden Satelliten. In diesem Spiel wird man glücksspielsüchtig. Das tut mir sehr leid. Bitte tu das doch einfach nicht. Vielleicht müssen wir Gamble wieder abschalten. Ein Billion für ein Super. Ja, das ist ein bisschen schade, dass es im Hard Mode nicht automatisch eine Möglichkeit gibt, Tests zu machen. Es gibt Mods dafür. Habe ich aber nicht mit drauf. Also sowas wie Crash zum Beispiel, mit denen man da ganz nett rumtesten kann. Das ist nicht der Launcher, den ich suche. Funknetzwerk hieß es. F wie Funknetzwerk. Was hast du verpasst? Heute oder so generell in der Serie?
Das ist ja durchaus eine relevante Frage in diesem Falle. Bist du heute noch nicht oder heute nur spät dazugekommen oder bist du generell gerade erst zur gesamten Serie dazugekommen? So, zack. Und Luke, vielen lieben Dank für den Sub. Dankeschön und ganz viel Spaß mit deinen Kirby-Modes. So, zwei reichen. Das macht es nochmal ein bisschen billiger. Sind wir jetzt bei 82.000. Das heißt, heute, was hast du heute verpasst? Wir haben viel rumgetestet, vor allen Dingen. Ich teste gerade an so einem Default-Booster. Also ich möchte nach und nach uns Standard-Booster beschaffen. Das hier ist der erste Entwurf. Der soll auch landefähig sein. Hashtag, Schrägstrich, irgendwann mal werden. Und da fehlt noch eine Second Stage, also weiter sind wir heute noch nicht gekommen. Wir haben ein paar Raketen gecrashed. Nebenbei habe ich ein Funknetzwerk aufgebaut. Das komplettieren wir jetzt gerade noch mit einem weiteren. Eigentlich ist es aber nur ein versteckter Teststart für meine Rakete. Wir machen jetzt gerade nochmal. Wir probieren jetzt eine kleine Form der Arbeits-Diensterleichterung aus, indem wir nämlich unseren Booster mit Drogshoots ausstatten. Kleine, putzige Drogshoots. Kann die nicht irgendwo einstellen? Ach, ist ja auch egal. Können wir rummachen. So. Fallschirme! Nein! Versuch doch erstmal auf der immer gleichen Stelle rum, gleich landet zu hören, dass die Atmosphäre mal gleich tickt, dann kannst du den SSB. Ich versuche ihm jetzt mal ein bisschen. Ziel wäre es, immer in der Nähe des KSCs zu landen, aber ich will jetzt erstmal kurz gucken, dass wir mit den Drogshoots eventuell ein bisschen Schwung rausnehmen aus der Nummer. Mal gucken, inwiefern das was bringt oder wie sich das anfühlt. Ob das besser kontrollierbar ist. Was ich schon mal sagen kann, ist, ich glaube nicht, dass auf dem Mainsail zu landen die richtige Entscheidung ist, wenn wir die Triebwerkslandung machen, weil es einfach, der ist so kurz und dadurch so unpräzise. Der eingenommene Science zum Teil in Funds umwandelt, ist das möglich? Das kannst du in der Administration eigentlich machen, ja. Eigentlich kannst du das tun. Also ist jetzt, ich verstehe die Frage so, dass du, ob das einen Vertrag dafür gibt, der das macht. Im normalen KSP gibt es den, ja. In Strategia glaube ich nicht. Ach so, Stream Science und Kerbal Dollar. Nee, die laufen im Moment parallel, weil ich gucken will, wie gut das Twitch-Ding funktioniert. Mein Ziel wäre es, gerade auch letzte Woche war wieder der Bot ausgefallen, also hat der Stream nicht mitgezählt, bla bla bla. Eigentlich auf das Twitch-Ding zu gehen, aber da das im Moment noch in der Beta-Test-Phase ist, zu der ich Zugang bekommen habe, um es auszuprobieren, lasse ich es im Moment parallel laufen, einfach mit zwei unterschiedlichen Sachen, weil mit den Funds könnt ihr euch ja Smileys freischalten, Nachrichten hervorheben, solche Sachen. Und irgendwann werde ich das dann mal umstellen. So, wir haben hier im Moment keinen Satelliten, keine Satellitenabdeckung, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz ein bisschen warten, bis das Netzwerk rumkommt. Zu unserem Start. So. Ist zwar in der Nacht, aber hey, sitzt eh keiner drin. So. Genau, also Ziel ist es natürlich langfristig nur ein so ein Loyalitätssystem. Oh Gott, das ist auch ein schlimmes Wort, wo man die ganze Zeit geredet hat schon. System zu haben. Also ich möchte euch da nicht irgendwie mit zwei Systemen zuballern die ganze Zeit. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Aber das gerade ist im Prinzip eine Testphase.
Geht auf jeden Fall gut ab, das Ding mit so einer kleinen Payload drauf. Huch, war das was Tragendes? Nee. War nicht wichtig, glaube ich. Shoutout geht auch nicht. Ja, alles kaputt. Alles kaputt. Müssen die jetzt alle zurückfahren? So, Fermi kommt weg. So, wir bringen das jetzt erstmal in Orbit, dann haben wir schon mal wieder die Hälfte der Kosten drin. Sehr gut, Herr Spanker, sehr gut geplayed. Also Kommando scheint wohl okay zu sein. So. Ich bin gespannt, ob wir die Landung jetzt sauber gestickt bekommen. Ich meine, die ist jetzt eh sehr viel Annahme übt dabei. So, die Kiste jetzt einmal. Gehen jetzt richtig Stoff. Muss hin, ne? So, haben wir nämlich Massive Scale Launches drin. Zack, den anderen Kram wieder aus. So, dann Satelliten aussetzen. Umschalten und den hier erstmal in Orbital Coast versetzen. Das ist, glaube ich, eine gute Erweiterung potenziell. Da müssen wir mal gucken, ob der später mit echten Payloads das braucht oder nicht. So haben wir zumindest ein bisschen Zeit. Zack. So, hier wäre jetzt, du brauchst auf jeden Fall Extend-Antenne. So, wir stehen jetzt hier im frohen Reigen. Zack. Extend. 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 Sehr schön. So. Dann bringen wir den auch schon mal auf 300 Kilometer. Und bei. So. Zack. Zack. Hoppla. Wer hat denn da einen Spin bekommen? So, Extend. Extend. Extend all the things. Ich bin sehr gespannt auf die Landung gleich.
Und dann, last but not least. Last but not least. Der Kandidat hier. So, wie stehen wir denn vom Winkel her zu dem anderen Vogel? Ist das du? Ja. Okay. Das heißt, wir machen jetzt mal hier hin. So in etwa. Ja, ein bisschen noch. So, ich glaube, so passt das ganz gut. Zack. Fingolf, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Körnern. Das mal ein bisschen drehen, bevor wir den hochpumpen. Und dann bringen wir den auch auf 3463 Kilometer Höhe. Währenddessen ja, schon mal die Antenne steigt, klar. Die Leute sind 400, hallo? 63, naja, knapp dran vorbei. Ist okay. Sehr schön, der ist unterwegs. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich an den beiden da ergötzen. Switch to, dann müssen wir da den ersten dann einfangen. Wenn der da ist, dann bringen wir den in die entsprechende Umlaufbahn, dann den anderen, dann landen wir den Booster. Das ist der Plan. Das ist zumindest mein Plan. Ich weiß nicht, wie eure so aussieht für heute noch, aber mein Plan ist das auf jeden Fall noch zu machen. Dann schauen wir mal. Fingolfin. Elensa. Das ist aber auch ein fürchterlich langer Nickname übrigens. Aber trotzdem vielen Dank fürs Follow. Nichtschwimmer, auch an dich ganz herzlich willkommen. Danke fürs Follow. Herzlich willkommen bei den Kronauten. So, hier ist der erste aus meinem Train. Das heißt, eigentlich bin ich jetzt relativ exakt auf seiner Position und ziehe jetzt einfach noch einen Orbit. Und dann bin ich der neue Anführer des Relays hier. Right. Was mit ihm? Das Moonprobe Relay, wie ich immer wieder auf ihn reinfalle. Cast C-Sync Relay ist gerade auf dem Weg nach draußen wieder. Sehr schön, guck mal. Jetzt haben wir dann gleich wieder Sichtlinie noch. Das ist okay. Sichtlinie ist vorhanden zu ihm. Und wir sind gleich auf der Apoapsis. Und dann schließen wir mit dem letzten die Lücke, die noch übrig bleibt. Sehr, sehr gut. Also wir gehen jetzt hier auch wieder auf 48 Minuten 20 Sekunden, sobald wir auf der Apoapsis angekommen sind. Und dann haben wir noch einen Satelliten zu platzieren. Dann steht das LKO-Netzwerk erstmal, das ist okay. Das ist okay, reicht für unsere Zwecke. Dann würde uns zumindest nicht mehr passieren, dass man mal ebenso keinen Empfang hat im Kerbin Orbit. Und Fernsehen kann man dann auch überall kriegen. So, ein bisschen over dann. Ja, mal gucken, vielleicht treffe ich es ja mit ein bisschen Glück. Ja, nicht wirklich. Ne? Was Mut hat Mut. So. Jetzt muss ich dem noch einen schönen Namen geben. Du bist dann quasi die 5. LKO Relay 5. Accept.
Und dann der letzte. Der braucht jetzt noch einen Orbit. Müssen TVs nicht körperstationär sein? Ja, wir haben hier schnell trackende Satelliten. Es gibt zwei Fernsehsatelliten. Du hast natürlich recht. Also wenn du nicht sehr viel an deiner Satellitenschüssel rumbauen willst, müssen die geostationär sein. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber bei uns tracken die mit. Die haben so kleine Ruspies dahinter hängen und so kleine Aktuatoren, die das gerade ziehen. Das passt schon. Körbels sind einfach auch sehr ambitionierte, interessierte. Wie habe ich das eigentlich geschafft? Und was kann ich eigentlich? Naja, anderes Thema. Das mit dem Funk-Relay im Geosync-Orbit. Nun ja, reden wir nicht drüber. Das kann ich offensichtlich nicht so gut. Jetzt bringen wir den letzten Satelliten in Position. Und damit haben wir dann ein geschlossenes Netzwerk. Also unser gesamtes Netzwerk trifft sich da am Ende wieder. Und wir können hier ganz gemütlich unseren Funk relayen. Im Spiel ist geostationär tatsächlich egal, ja. Hat das mit der wiederverwendbaren Rakete geklappt? Mekis, wir sind auf einem guten Weg. Ich werde gleich noch eine Landung machen zum Abschluss. Also wir haben noch keine Landung vollzogen, die ich als komplett erfolgreich bezeichnen würde. Es sind schon mal ein paar Trümmerteile übrig geblieben. Aber es ist noch nicht so, als ob wir das schon mal richtig hingestellt hätten. Wir haben jetzt ein paar Stützräder angebaut. Wir haben jetzt ein paar Stützräder angebaut mit Bremsfallschirmen, also Dragshoots, die uns ein bisschen runterbremsen, damit ich ein bisschen genauer dosieren kann, wann ich bremse und dann hoffentlich mit dem vorhandenen Sprit klarkomme. Aber das werden wir gleich sehen. Das testen wir gleich aus. Nope. Ah. Jetzt. Sehr schön. So, dann haben wir ihn hier noch. Switch to. Den machen wir jetzt einmal geosynchron, also körbensynchron. Indem wir ihn halt auf die korrekte Umlaufzeit setzen. Und dann landen wir den Booster. Ich bin sehr gespannt. Oh, ich glaube, Cassie ist gerade abgeschissen. Nee, es hat sich gefangen wieder. Ich weiß nicht, was es gerade hatte, aber es hat gerade kurz rumgespackt bei mir. Sah so aus, als ob es sterben will. So, die 19 Minuten nehmen wir noch mit. So, dann sind wir nämlich schön über dem Kerbal Space Center. Relativ exakt. Relativ exakt. Und können hier unseren Orbit geosynchron machen. Weil ich glaube, so richtig geostationär sind wir nicht. Unsere Inklination ist nicht 0,00000. Deshalb zählt das nicht komplett. Ein geostationärer Orbit ist nämlich immer auch gleichzeitig ein Orbit mit null Inklination. Entschuldigung. Jetzt ist ein Wort draus geworden. Das kann ich hier nicht bieten. Aber was ich bieten kann, ist eine Orbital Period, die passt. Also ein Geosynchron. Das heißt, ich wandere so ganz bisschen hin und her. Reicht für unsere Zwecke. Also 5 Stunden 59 und ein bisschen Palmer an. 9,452. So, da müssen wir jetzt ein bisschen ranpushen. So, da sind wir schon drüber. Jetzt kommt die Feinjustierung. Also, 5 Stunden, 59 Minuten, 9,425 Sekunden. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen... Achso, ja, shit. Ah, das habe ich natürlich gut gelöst, dass es auf dem Satelliten ist.
auf dem ich shitty, ey. Auf dem ich kein Reaction Wheel eingebaut habe. Das könnte jetzt einen kurzen Moment dauern, Freunde. Die Drehung. Eieiei. Ich mach mal einen Zeitraffer rein. Das mit dem Reaction Wheel ist auch so ein Ding, das hätte ich vielleicht fixen können. Vielleicht. Habe ich aber nicht. Um es nochmal grob zusammenzufassen, habe ich aber nicht. Das heißt, wir werden jetzt so nah wie möglich uns an diese 9,425 Sekunden rantasten und es wird exakt die Entfernung sein, die es dann ist. Ist mir egal, ob das ein paar Zehntelsekunden abweicht, weil die Drehung machen wir nicht nochmal. Danke, Jeb. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. So. Raus aus dem Zeitraffer. Rein in SAS Retrograd. Und los geht's. So, wie gesagt, 9,425 ist unser angepeiltes Ziel. Die Richtung wollen wir uns bewegen. Macht ganz schöne Sprünge. 4, 3, 4. Ich probiere nochmal einen ganz kurzen. Ja. 10. 10 Zehntel Sekunden. 10 Zehntel Sekunden, ist das richtig? 10 Hundertstel. 10 Hundertstel sogar. Ist okay. Ist okay. Nehme ich so. Und jetzt gehen wir den Booster belästigen. Wo ist er? Wo ist er, der alte Booster? Funknetzwerk Probe, das sieht vielversprechend aus. Switch 2. So. Eieieiei. Mal gucken, ob das funktioniert. So, die Dinger einmal einstellen. Also die machen wir so auf, noch nicht so hoch, hätte ich gesagt. Die Kiste muss erstmal ein bisschen abbremsen, sonst reißen uns die Dinger einfach weg. Aber sie brauchen, ich glaube 4000 ist der Kompromiss. So, und auf 3000 Meter machen wir sie in Full Deploy. Kompetente Schutz, Close. Arm Parachute. Arm Parachute. So, die sind alle vier scharf. So, wo sind wir gerade? Nicht so weit weg vom KSC. Dann lass uns doch mal Zeitraffern und wir bremsen dann gleich mal ein bisschen. Ich meine, wir haben noch 1300 Delta V. Wir haben jetzt diesmal ein bisschen hoffentlich Kapazität mit dabei, um also Delta-V-Kapazität, die wir sparen können, dadurch, dass die Kiste halt einfach von den Fallschirmen gebremst wird. Okay, los geht's. Wir bremsen. Wir bremsen und gucken mal, was passiert. So, diesmal kommen wir ein bisschen flacher rein. Ich versuch's mal so. Mal gucken, wie es ist. So, jetzt in letzter Instanz. Dankeschön, das reicht dann jetzt. Retract the panels.
Close. Ich bin gespannt. Es geht abwärts. Okay, wir kommen jetzt in die Atmosphäre rein. Das dreht sich weiter. Wir bremsen. Ja, ich denke, das wird hinhauen. Es muss hinhauen. Apropos bremsen. Wir kommen relativ schnell rein. Da machen wir gerade ein bisschen Sorgen drum, ehrlich gesagt. Aber gut, schauen wir mal. Noch ist es okay. Here comes the heat. Bremse mal ein bisschen mit. Einfach weil wir es können. So. Um unseren Scheiß hier nicht zu verlieren. Vielleicht haben wir den Scheiß doch verloren. Es sind nur die kleinen Flossen. Alles ist gut. Ah, ich weiß nicht, ob wir noch hart genug bremsen vorher, aber ich glaube, das müsste hinhauen. Flossen sind noch safe. Faszinierend, dass ich keinen Plasma-Blackout bekomme. Gut aus, wir kommen interessant rein auf jeden Fall. Es wird nicht so schlecht sein von der Entfernung her. Also wir fallen jetzt nicht aufs KSC drauf oder so, aber es ist gar nicht schlecht. Es ist gar nicht schlecht. Mal sehen. Die Leute, die hier wohnen, sind wahrscheinlich auch mittlerweile schwerst shell-shocked von den Dingen, die da jeden Tag so passieren. So, ich bin gespannt. Fallschirme sind safe, das scheint auch zu funktionieren. Falscher Knopf. Das muss ich auch noch ein bisschen üben. Ich muss das unbedingt später auf 1 und 2 haben. So, wir kommen jetzt ein bisschen langsamer runter. Gucken, wie langsam nachher. Wir müssen das auf jeden Fall noch wegbremsen. Rechtzeitig. Aber wir haben viel Puffer. Oh, ich verschätze mich gerade. Ich weiß nicht, ob ich es sticken kann. Ja, kann ich nicht. Ich kippe um. Nein! So close. Very close. Very, very close. Und das wirklich teure Teil ist heil geblieben. Wir haben das Triebwerk das erste Mal in einem Stück zurückgebracht. Wir haben kein einziges Triebwerk verloren. Tatsächlich noch nicht das, was ich haben wollte. Also ist noch nicht so safe gelandet, wie ich es wollte. Ich glaube, ich muss auch noch die Dinger ein bisschen weiter vom Winkel her rausstellen. Das ist eine Lektion daraus.